So, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Recht herzlich willkommen hier am Montagabend bei Simrest TV. Mein Name ist Lutz Enger und wer hier Stammzuseher, Stammzuschauer ist, weiß ganz genau, was hier am Montagabend ist, wenn ich zu hören bin. Nämlich Porsche Cup, BSMF Cup, GT3 Cup hier auf Simrest TV. Und ja, heute mit einem besonderen Leckerli, da kommen wir aber gleich zu. Erstmal muss ich unseren Kommentator, den Jenkot, für heute entschuldigen. Der liegt mit 39 Grad Fieber im Bett. Der arme Hund hat irgendwie auf seine Frauen, auf seine erkälteten Frauen aufpassen müssen. Also Frauen insofern, seine Ehefrau und seine Tochter. Und ja, lässt sich halt entschuldigen. Und wir wünschen ihm von hier aus gute Besserung, Jens. Also sieh zu, dass du hier bald wieder auf die Beine kommst. Auf der anderen Seite muss ich sagen, nach dem 24-Stunden-Rennen gestern haben wir hier ja, ganz kurzfristig umdisponiert und ich begrüße recht herzlich an meiner Seite heute Abend Olli Hönig. Herzlich willkommen. Hallo Lutz, hallo Gemeinschaft, hallo zusammen und auf einen schönen Abend. Olli, wir haben gestern, also ich sag mal so, ich will nicht sagen, dass du den Broadcast revolutioniert hast, die Moderation, aber es war schon sehr, sehr spannend, dich zu hören oder mit dir zusammen zu moderieren. Genau, das müssen wir jetzt hier natürlich etwas hier, das, sorry jetzt für die etwas höhere Kameraführung, aber der Olli hat natürlich einen sehr, sehr nahen Bezug zu dem, was wir hier tun, auch wenn das selber noch gar nicht so wirklich gemacht hat, nur testweise. Olli, erzähl mal ein klein bisschen, bevor wir hier zu dem Qualifying kommen. Also erstmal, wir haben wirklich tatsächlich den Kontakt über das 24-Stunden-Rennen, was das Broadcasting angeht, bekommen. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Zeit ist irgendwie im Fluge vergangen. Ich habe dann irgendwann mal zwischendurch auf die Uhr geguckt und habe gedacht, ach Herr Jemine, naja gut, jetzt sind wieder 3 Stunden vorbei. Aber es war einfach echt eine super geile Stimmung und es war schon eine schöne Sache. Also ich habe vor 2 Wochen selber mal mit dem Simracing angefangen, weil ich habe gedacht, Mensch, mal irgendwas Gescheites, und da haben mir so viele Leute von erzählt. Und ich habe gedacht, gut, da es jetzt auch in Kürze zum 24-Stunden-Rennen nach Dubai geht, wäre das vielleicht auch mal eine schöne, ja, Sache, sich vorzubereiten. Und genau so ist es auch. Ich bin begeistert von der doch sehr nahen Realität, was die ganzen Fahrmodi und das Fahrverhalten angeht. Gut, ich muss mit dem Porsche halt jetzt noch ein bisschen kämpfen. Also, dass ich ihn fahre, ist noch nicht so. Ihr kennt das vielleicht so aus dem Film, wenn ein großer Hund mit einer Frau spazieren geht. So macht der Porsche momentan das noch mit mir, nicht ich mit ihm. Ich selber komme aus der VLN, 24-Stunden-Rennserie und so weiter, bin also auch noch aktiv. Und ja, wir hatten ja auch gestern noch und vorgestern über den einen oder anderen, so Marc Generizzi und so weiter, gesprochen. Ich hoffe, ich kann heute euch mit einer lockeren Art und Weise hier ein bisschen erfreuen und red nicht zu viel Mist und wünsche allen Piloten mega, mega viel Spaß und dass das mindestens genauso gut abläuft wie das 24er jetzt am Wochenende. Ja. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ja, ich freue mich sehr, weil, wie gesagt, wie der Olli sagte, es war derart kurzweilig gestern. Das war das schnellste 24-Stunden-Rennen, was ich seit 2007 erlebt habe. Und ja, jetzt werden wir mal gucken, dass wir das hier auch gut über die Bühne kriegen. Wir haben hier höchstwahrscheinlich heute 34 oder 35 Autos auf der Strecke. Monaco mit diesen Autos und dieser Handzahl von Autos dürfte ein besonderes Leckerli werden, das ist keine Frage, und wir werden mal gucken, was die Herrschaften machen. Wir haben im Briefing mehr als deutlich gemacht, um was es hier geht. Allerdings weiß auch jeder der Piloten, was hier Ansage ist und was nicht. Also sprich, keine Auslaufzonen, nur Leitplanken, ziemlich schmale Strecke und sowas von enge Kurven, dass ja kaum Überholmöglichkeiten geboten sind. Und ja, die Pole wird wohl ziemlich entscheidend sein, den Rennsieg. Alex Rambo hier steht schon wieder auf Pole. Er hat alle 3 Läufe vorher gewonnen, und zwar, man muss sagen, alle 6 Läufe, weil wir fahren ja ein Doppelrennen, 2x30 Minuten. Und ja, ich will einfach gar nicht erst Wetten aufrufen, wer hier heute vorstelle. Allerdings ist es natürlich auch so, dass Monaco durchaus immer für eine Überraschung gut ist, und selbst der beste Fahrer schafft es hier irgendwann mal, seine Karre irgendwo anzulehnen oder sich so zu beschädigen, dass er reparieren muss oder wie auch immer. Also es wird mit Sicherheit richtig, richtig toll heute Abend.
Das wird ein Krimi werden, auf jeden Fall. Und die magnetischen Leitplanken sind leider immer sehr, sehr nahe. Und ich kenne das von der Nordschleife noch aus Erfahrung. Und es gab hier sogar mal ein Formel-1-Rennen, wo wirklich nur noch 4 Autos ins Ziel gekommen sind. Da hoffe ich natürlich, dass wir heute ein paar mehr drin haben. Aber die Jungs, die werden das schon machen. So, jetzt habe ich gesehen, das Ganze hier haut nicht hin mit unseren Zeiten. Ich hatte extra noch gefragt, ob die Zeiten vernünftig eingestellt sind, aber das war dann wohl nicht so. Wir fahren hier zwei Qualifyings. Einmal ein Qualifying für alle und ein Qualifying jeweils über 10 Minuten, normalerweise dann so eine Art Superpole, allerdings mit Unlimited Runden. Das heißt, die Top 10 fahren dann nochmal um die schnellste Runde. Das wäre dann schon richtig, aber jetzt haben wir hier leider Gottes die falsche Zeit, Sessionzeit eingestellt und jetzt müssen wir halt mal gucken, dass das hier relativ schnell vorbeigeht. Ich gucke jetzt mal eben. Ja, da ist irgendwas falsch gelaufen. Wir hätten normalerweise 15 Minuten hier. Gut, ich werde die dann einfach in die Box rufen in 5 Minuten und dann gehen wir mal aus, dass das klappt. So, wie gesagt, Alex Rambo auf Position 1 und wenn ich mir das so anschaue, 0,135 Sekunden Vorsprung auf Robin Hasse. Also es ist nicht so wie das letzte Mal, dass er hier mit 1,2 Sekunden vor dem Zweitplatzierten und hinterher geht es im Tausendstel weiter. Nee, also er muss hier heute auch kämpfen und das freut mich doch schon mal sehr. Ich suche gerade den Link zum Broadcast, um den auch nochmal schön bei Facebook zu posten. Ja, das ist der Stream 7. Also wir haben hier einen eigenen Channel, der zwar bei Simrace TV aufgeführt wird, gelistet wird, aber das ist eigentlich ein Channel, der ausschließlich hier dieser Porsche Community zur Verfügung steht. Das ist der Da was, Channel genau. 7. Ja. So, was hier in diesem Quali eigentlich viel wichtiger ist, und da sind wir nämlich gerade drauf bei Edgar Ostermann, der ist auf Platz 10. Top 10 gehen weiter. Also Edgar Ostermann kann sich hier noch auf der 10 halten. Gucken wir mal auf die 11. Da wollten wir eigentlich nicht hin, wir wollten auf die 11. Da haben wir nämlich, und zwar ist das der Micha Wirz, der, zu dem du ja auch irgendwie so ein bisschen, ja, über den sind wir irgendwie zusammengekommen, denke ich mir, ne? Olli? Entschuldigung, ganz kurz, ich Ja. bin am Tippen. Ja, Ah, erzähl okay. nochmal. Ich sage, wir sind jetzt hier gerade auf Platz 11, da, um den geht es nämlich hier. Das ist der Der, Michel Wirz, ne? genau, über den sind wir ja irgendwie hier zusammengekommen. Erzähl mal. Richtig, ganz, ganz, ganz. Ja, ach, ich hatte in meiner Verzweiflung bei Facebook einen Aufruf getätigt, wer sich denn mit Sim Racing, R-Faktor, i-Faktor, i-Racing und was weiß ich nicht für ein Gedöns und GTR2 auskennt. Und der Michel hatte sich da gemeldet und dann habe ich so durch Zufall rausgekriegt, dass er derjenige der ist, der bei YouTube auch die ganzen Videos auch von der VLN immer hochlädt. Ja, und so sind wir ganz cool ins Gespräch gekommen. Und dann hat er gesagt, Mensch, lad das mal runter, ich helfe dir beim Einrichten, weil ich bin da so ein bisschen Super-DAO, was den Computer angeht. Und ja, das hat dann gut funktioniert. Und dann hat er ja mit Rücksprache von dir mir den Porsche-Mod geben können. Wobei ich ja zugesagt habe, ich gehe nicht damit online, sondern ich versuchte einfach mal mein Glück. Ja, und das hat super gut geklappt. Die Zeiten, also vom Alex Rambo schaffe ich mit Sicherheit noch nicht, aber ich bin bei einer stolzen, niedrigen 1,36 jetzt angekommen nach 1,5 Wochen und muss sagen, es macht Spaß. Und hier Karlsruhe Clan fährt ja mit drei Fahrern, mit Michel Wirz, mit Dirk und mit Mike. Und haben halt den Porsche sogar mit Genehmigung vom Fricadelli Racing Team entsprechend gemoddet. Die Sabine Schmitz, unsere ja, Miss Nordschleife, die ja in der schnellsten Frikadelle der Welt immer kräftig zugegen ist, die auch nächstes Jahr wieder Porsche fahren wird. Da gab es noch eine Diskussion, ob sie eventuell auf den SLS oder auf den Z4 gehen, aber sie fahren dann den aktuellen Porsche auch in der VLN. Und ja, natürlich auch wieder mit dem leckersten Kölsch, was es überhaupt gibt, ne? Mit dem Früh und der dicken Frikadelle hinten auf dem Arsch. Oh, darf man das eigentlich sagen? Ja, auf dem Ja, Popo. natürlich. Also ist, und die Jungs sind auch locker drauf. Also muss ich sagen, hat bis jetzt gut Spaß gemacht. Sie haben meine Marotten mit dem Fluchen und Lenkradbeißen dann auch mal ausgehalten, wenn ich wieder irgendwo einen Dreher hingelegt habe, was nicht ganz
normal gewesen ist. Also, aber so ist das entstanden und ich hoffe einfach, dass ich irgendwann mal so gut hier im Simracing sein werde, dass ich auch die Chance bekomme, vielleicht als Wildcard mal das Feld vor mir herjagen zu dürfen. Ja, da schauen wir einfach mal. Ne? Jetzt gucken wir mal, wie sieht's aus mit der Zeit. Na, oh, 1,36,4, das weiß ich, das kann der Michel besser. Der hat eben im Training noch eine 1,35 irgendwas gehabt. Ja, die braucht er jetzt auch langsam. Ja, jetzt. Es wird jetzt eng. Er hat jetzt noch eine gezeitete Runde und dann ist das hier zu genau. Ende. Genau. Michel, du lahme Schnecke, jetzt gibt's noch ein bisschen Druck von mir. Gib mal ein bisschen Gas, falls du noch nicht weißt, wo das ist. Rechts unten das Pedal bis zum Metall runterdrücken. Genau. Ja, und wir sind hier, gut, ich glaube, Monaco, die Strecke muss man nicht vorstellen, also beim besten Willen nicht. Also jeder, der irgendwann mal irgendwo Motorsport, sich für Motorsport interessiert hat, wird diese Strecke kennen, spätestens nach Formel 1 Interesse. Und ja, und der Supercup fährt ja hier auch. Also von daher passt das eigentlich auch ganz gut. Wir haben bei der Streckenauswahl so ein bisschen drauf geachtet, dass wir 2/3 Originalstrecken haben. 1/3 durften die Fahrer voten der zur Verfügung stehenden Strecken. Und naja, und da haben wir dann ja ganz, ganz buntes Programm diese Saison hier. Erstmals auch 15 Renntage, also insgesamt 30 Rennläufe. Also da geht ein bisschen was. Und auch ab dem nächsten Rennen werden wir hier eine zusätzliche Wertung haben, also eine zusätzliche Wertung in der Hauptwertung, und zwar die sogenannte Gentleman's Driver Wertung. Und die, oder Gentleman's ist gut, ja, Gentleman Driver Wertung. Und naja, und da geht dann nochmal für die Fahrer, die hier vielleicht nicht ganz so erfolgreich unterwegs sind, also nicht immer in den Top Ten sind, die haben dann die Möglichkeit, nochmal im Rahmen einer eigenen Wertung auch zu Ehren zu kommen. Und ja, eigentlich eine ganz gute Idee, wenn man davon mal ausgeht, dass hier bei 40 Fahrzeugen, die hier maximal möglich sind, heute sind wir, glaube ich, 4 oder 35, dann, ich sag mal, Motivation irgendwann in der Saison doch sinken würde, wenn man hier gar keine Chance auf irgendwas hat. Und somit mit der zweiten Wertung ist das natürlich eine ziemlich gute, coole Sache. So, genau, Quali jetzt soweit so abgelaufen. Wir gucken mal noch, wer hier noch auf der Strecke ist. Nummer 15 sehe ich hier. Robert Stratner, nö, der ist. Ne? Achso. Oh ne, ja, der fährt noch, aber ich weiß es nicht, ob der noch zu Ende fährt. Normalerweise, es gibt hier das Verbot, auf der Strecke Escape zu drücken. Das heißt, einfach die Runde abzubrechen und sich in die Box zu stellen. Man muss hier immer in die Box zurückfahren, egal wie das Auto aussieht, beschädigt ist oder sonst was. Ja, und der Robert fährt hier noch eine Runde und schafft es immerhin noch auf Platz 13, hat sich nochmal 2 Plätze verbessert, nützt aber nichts. Robert Stratner, einer der Organisatoren oder eigentlich der Admin hier. Es ist zwar irgendwo auch meine Liga, aber der Robert ist hier viel länger. Ich habe diese Liga mal irgendwann übernommen. Und macht das auch alles so ein bisschen, organisiert das auch so ein bisschen, aber der Robert ist eigentlich so die eigentlich ausführende Seele hier, das heißt, der macht die ganzen Rennauswertungen und das als österreichischer Autobahnpolizist macht er das auch extrem korrekt. Und ja, wie gesagt, also da so, schauen wir mal hier rum. Wunderbar. Na, das ist mir aber lieber, wenn er mir hier begegnet, als dann in Österreich auf der Autobahn, ne? Richtig, na gut, jetzt hast du ja da freie Fahrt. So, und ja, gucken wir mal. Das hat dann halt jetzt nicht mehr geklappt. Jetzt wird mir die Position 20 noch gezeigt. Aber der Fred Thonke ist auch drin. So, jetzt sollten alle drin sein. Wir gehen jetzt tatsächlich in das... nee, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir suchen uns jetzt hier erstmal irgendetwas, was einigermaßen nach Rennstrecke aussieht und nicht nach Leitplanke. Also, hier im ersten Qualifying steht Alex Rambo vor Robin Hasse, beziehungsweise die beiden zusammen in der ersten Startreihe, wenn es denn jetzt das entscheidende Quali wäre. Christian Rückert und Sascha Landgraf auf den Plätzen 3 und 4 und René Herzig auf der 5. Achim Krause Platz 6, Sandro Petrocello auf der 7, Thomas Wickler 8er, 9er, Edgar Ostermann 10er, Marco Meyer. Das sind jetzt die 10 Piloten, die im
zweiten Qualifying jetzt nochmal ihr Glück versuchen dürfen und dann die endgültige Startreihenfolge feststehen. Was jetzt schon feststeht, ist, dass Micha Wirz auf der 11 steht, Julian Siebenbiedel auf der 12, Robert Stratner auf der 13, Mike Kolosch auf der 14, 15, Michael Wenzel, 16, Enrico Herzig, 17, Dennis Erner, Maxi Wolter auf der 18, 19, Andreas Oehrlich, 20, Fred Dohnke, Platz 21 für Andreas Borde, 22, Dirk Sassmannshausen, 23, Felix Appelt, 24 Kai Matt, 25 Daniel Borowski, auf der Position 26 steht der Micha Betz, 27 Steffen Streblo, 28 Kurt Millenberger, 29 Andreas Braun, Yves Nekos auf der 30, auf der 31 Axel Schweiger und auf der 32 dann der Jürgen Engelhardt. So, Ole Schulz hat das Ganze wieder verlassen. Der ist von gestern noch so fertig, sagt er, er kriegt es nicht hin. Er muss schlafen gehen, der hat wohl noch nicht so richtig gepennt. Und zwei andere Fahrer haben sich kurzfristig auch entschuldigen müssen. Also sind wir dann heute hier jetzt 32 aktive Fahrzeuge, was dem Rennen, glaube ich, auch nur zugute kommt, oder Olli? Wie würdest du das ja, sehen hier mit der also, Anzahl? Ich kann die ersten drei eigentlich nur beglückwünschen, weil die haben gleich ziemlich freie Fahrt nach vorne und ab der vierten, fünften Position wird sich das nach hinten stauen, so als wenn die denken, die stehen bei Karstadt an der Kasse und wollen irgendwas bezahlen. Genau, bei Karstadt, ja gut, bei Ikea, ne? Ja, gut, oder bei Ikea, ja, bei Ikea, ja. Genau, genau. So, auch bei Ikea hat jetzt sogar schon eine Expresskasse. Also, ne? Nein, das wird hochinteressant sein, auch gleich mal zu gucken, wer direkt in der ersten Kurve ein bisschen abkürzen muss, wird, darf, kann, was auch immer. Weil das ist verdammt eng da in der Ecke. Und der Johnny Walker lädt sicherlich auf ein Gläschen ein, aber bleibt mal von der Mauer weg, weil das ist halt echt Mist, wenn man da direkt ausschadet. Genau, genau. So. Wir haben ja hier diese etwas neuere Variante. Ich wäre ja lieber die, ich weiß gar nicht, wann der Umbau war, 2006 oder 2007, dass man die Boxengasse auf die andere Seite verlegt hat und dann hin und her. Ich wäre ja lieber die alte Variante gefahren, die war irgendwie schöner, auch unten am Schwimmbad war das alles irgendwie ein bisschen uriger, ja. Ja, ja, genau. Und dann mit diesen Leitplanken da alles noch zugemacht und vorher konnte man da irgendwie schön cutten. Da hatte die Rennkommission richtig was zu tun, die Stewards. Ja. Und das ist also jetzt nicht mehr so. Die Tunnelschikane, Hafenschikane dort Ausgang, die war früher viel, viel angenehmer zu fahren. Ja. So, und jetzt ist das gerade hier die Passage. Wir kommen jetzt hier in den Tunnel rein. Rambo beschleunigt voll durch. Vor der Kurve wird er noch sicherlich in den fünften gehen, oder in der Kurve? Ja, genau. Ja. Oh, dann 100. Hier runterbremsen, genau. Ja, das ist gut. Jetzt geht er wieder in den dritten, genau. Bleibt sogar im dritten. Das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Je nachdem, wie man rauskommt, kann man dort auch in den vierten fahren. Wird der Wagen etwas ruhiger, hat man nicht mehr ganz so viel Drehmoment. Aber der dritte vermittelt einem etwas mehr den Speed, den man da wirklich drauf hat, so dass man sich dann also auch nicht unterschätzt. Das ist zum Beispiel auch so eine verteufelte Ecke. Also ich hab auf beiden Seiten schon eine Unterschrift hinterlassen. Ja, ich weiß nicht, ob wir die finden. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so wenn man eine Nordschleife einen Unfall hat, dann erwirbt man da so ein paar Meter. Insgesamt 27 gehören wir schon. Und ja, auch das geht. Klingt viel, muss aber fairerweise dazu sagen, es sind ja drei Leitplanken übereinander, also so viel ist das dann eigentlich gar nicht. Aber ich finde das immer wieder faszinierend. Die Jungs, ey, die zaubern mit diesen Autos, das ist klasse. Ja, also man muss den Zuschauern, die das hier wirklich das erste Mal sehen und die vielleicht sich ein bisschen mit R-Faktor auskennen, sagen, dass das wirklich eine der anspruchsvollsten Physiken ist, beinhaltet, die es für R-Faktor gibt. Das Auto ist unglaublich nervös auf der Bremse, ohne Zwischengas beim Schalten, beim Runterschalten geht gar nichts, kommt das Heck sofort. Und beim wirklich Anbremsen, zum Beispiel der Schikane hier, der Hafenschikane, muss er wirklich ganz, ganz sensibel mit dem Gas sein dabei. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Also das muss wirklich passen, ansonsten ist es vorbei. Und wenn die dann auch noch im Rennstress sind, sich da die Konzentration zu bewahren, auch wenn es nur über 30 Minuten geht, ist wirklich Höchstleistung. Die Jungs sind hinterher klatschnass geschwitzt, wenn die hier ihr Rennen gefahren haben. Also die haben hier richtig was geleistet. Dem kann ich nur zustimmen. Eine ganz saubere Linie, ja, aber ganz saubere Linie, Wahnsinn, also
Ja, das ist jetzt Edgar Ostermann, den wir hier sehen. Man sieht das ja unten immer eingeblendet. Und der ist jetzt hier auch, das war einer der ersten, der rausgefahren ist, deswegen bin ich noch ein. Und er fährt, setzt jetzt hier, glaube ich, die erste Zeit. Aber Rambo war auch schon mit 33.831. Ostermann aber 34.82. Eine Dreiviertelsekunde dahinter, aber. Ja. Ja, aber Rambo auf den Schlag, erste Runde, sofort eine 33.8. Also es ist grandios, was der Junge macht. Ich muss mal fragen, was der für ein Getränk hat. Ja, das muss er dir wahrscheinlich selber beantworten. Ich weiß es nicht. So, wir gehen mal jetzt, jetzt kommen hier die Runden. Jetzt gehen wir mal noch zu, jetzt hätte ich beinahe gesagt Vorjahresmeister, aber stimmt gar nicht, er wäre nur beinahe Meister geworden. Zum Meister der Saison 2010, 2011, Sascha Landgraf, aber auch der hat hier noch massive Probleme. Ich glaube, der holt sich erstmal jetzt nochmal eine frische Nase. Das sieht mir ein bisschen demoliert aus hier vorne. Oder fährt der? Nee, der kommt in die Box. Er kommt rein, genau. So, Thomas Wickler, den haben wir jetzt wirklich mehrere Male auf dem Podest gehabt in diversen Rennen. Er findet mehr und mehr zu seinem Speed, war allerdings von Anfang an schon ziemlich gut dabei, ist erst seit der letzten Saison hier, oder sogar so Mitte der letzten Saison zu uns gestoßen. War das noch nicht ganz so restriktiv, wie das momentan ist hier in der Liga. Aber der hat noch keine Zeit. Marco Meyer ist auch noch in seiner Warm-Up-Lab. Ist es denn, sind die Runden limitiert oder geht es wirklich auf Zeit? Das heißt, also jeder hier kann so viel fahren? Alles klar. Okay. Wir haben hier 15 Minuten Zeit und die können fahren, was sie wollen. Die können in die Box fahren, die können Reifen wechseln, die können Sprit rein, rauslassen, was sie wollen. Das ist hier. Das heißt, sie können jetzt also auch wirklich mit der Mindestmenge an Sprit fahren und dann zum Rennen wieder auftanken. Genau. Ja, die meisten fahren hier mit Sprit für zwei Runden. Für die Rambo hat drei. Rambo hat nachgelegt, nochmal 0,3 schneller, 33,5. Ja, der hat ab dem nächsten Rennen hat der sowieso für den Rest der Saison Quali-Verbot. Also das geht ja gar nicht mehr. Das heißt aber, es gibt jetzt im Porsche Cup auch keine Geschichten mit Zusatzgewichten oder sonst was? Nein. Die gibt es ja also wir versuchen weitestgehend an der Realität zu bleiben, was die Autos betrifft, was das Reglement betrifft. Wir haben schon einen kleinen Kompromiss gemacht mit den 2x30 Minuten an einem Rennabend. Den gibt's ja eigentlich nur im Carrera Cup, im Supercup ja nicht, wo die dann am Samstag und am Sonntag ein Rennen fahren. Das geht natürlich hier nicht. Wir können das nicht auf zwei Tage verteilen. So viel Zeit haben die Leute nicht. Aber ansonsten halten wir uns hier streng ans Reglement. Auch was die Abstimmungsmöglichkeiten der Fahrzeuge betrifft, ist absolut so wie in der Realität. Und dann geht das hier vorwärts. Schöne Linie von Petrocello. Gut ausgenutzt, den ganzen Platz. Leicht, der ist 3/10 vorne. Das schneller. Gar nicht. Das habe ich eben schon bei der ersten Zwischenzeit gesehen. Da war er nämlich, glaube ich, 5/10 schneller. Jetzt hat er etwas überbremst, aber gut gekriegt. Wenn er jetzt gut rauskommt. Ich glaube es ja nicht. Das wäre eine Mördersensation. Und wo bleibt die Zeit stehen? Und 2/10. Nicht schlecht. Wow. Sandro Petrocello geht hier auf die 2 in die erste Startreihe momentan. So, jetzt gucken wir trotzdem nochmal zu Sascha Landgraf. Der kriegt hier keine Runde hin. Der ist immer noch, fährt jetzt nochmal raus. Thomas Wickler das gleiche, der hat auch schon 3 Versuche. Wollen wir mal gucken, wo er ist, aber zumindest ist er erstmal auf einer schnellen Runde. Wenn die jetzt keine Rundenzeit setzen, dann bleibt es aber dennoch innerhalb der Top 10. Die werden da nicht nach hinten gesetzt. Genau. Ne? Genau. Ja. So, Wickler fährt auf die 6. So, Robin Hasse, der hier kurzzeitig auf Pol war, der ist jetzt nur noch 9. So. Ist ja unglaublich. Wie viel Zeit haben wir noch? 7 Minuten. Naja gut, das ist noch ein bisschen. Normalerweise ist ja der Jens immer unser Listenvorleser. Also der muss dann immer hier die Ergebnisse vorlesen. Und, ich kann die auf den zweiten Schirm hier legen, dann gibst du mir die nur. Dann
Ja, das Problem, ja, da hättest du noch Noch eine extra eine Software, okay. Software benötigt. Aber du kannst gerne, wenn du auf Simrise.net gehst, kannst du dir direkt auf der Startseite, das muss ich mal erstmal selber gucken, wo man das findet. Simracing.org, nee, ne? Nein, vergiss es. Nein, Okay. Kommst du jetzt so nicht ran. Machen wir vielleicht dann zu einem der nächsten Male und Kein wir Problem. quatschen dann mal. Nee, es geht ja gar nicht drum, das ist so ein Running Gag, Listenvorleser. Also das Ja. mache ich natürlich genauso, aber Jens ist dann, ach so, ist das hier mein Job? Oder ist das hier mein Job? Ja, genau. Und so kam das mal. Ja, wie gesagt, nochmal viele Grüße an den Jens da zu Hause. Also ja, Ja, legt ihr gute da irgendwie Besserung, die, ne? genau, legt ihr die Zwiebeln auf den Wobei, Nachtschrank. er ist nicht der Einzige. Der Michel Wirz schrieb mir auch heute an: Oh, Scheiße, ich lieg flach, ich hab die Grippe. Der hat sich irgendwie fünf Gripostat und drei Ibos reingeworfen. Hat sich eben nochmal entleert, damit das Leistungsgewicht auch nicht ganz so stark ist. Ja, und setzt sich auf 11. Ich frag mich gerade, wo Dirk und der Mike abgeblieben sind. Der Dirk, weiß ich, ist der eine Runde gefahren? Lassenhausen, ja, 22 sieht's Ja, aus, ne, ja. Sass, und der Kolosche, wo haben wir den? 14, ich seh's, da. Ja. Ach, das ist ja genau zeitenverkehrt wie bisher immer in den Trainings. Also Respekt an den Michel, alter Mann, hast du gut gemacht. Hast den Ja. anderen Jungspund mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Genau. So, jetzt gehe ich aber tatsächlich noch mal zu Sascha Landgraf, der mittlerweile. Uiuiui, Oh jetzt ja, hat's da haben wir jetzt, das haben wir jetzt gerade. Ein Dreher im Tunnel. Ja. Ja, die sind jetzt alle in der Box, so mehr oder weniger. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf die 10. Und schauen mal, was der Sascha jetzt hier treibt. Also, der hat Jetzt jetzt hofft man nur, erstmal. dass er, ich hoffe, dass er gut durchkommt, Genau. weil der Kollege da hat er sich gerade kräftig gedreht gehabt. Und wenn natürlich Also. die Runde zurückzulegen ist und nicht mit Escape, dann wird er sicherlich jetzt gleich noch den Irgendwo Weg finden. auftauchen eventuell. Ja. Ja, gut, die Schadenseinstellungen sind sehr hoch eingestellt hier. Ach, guck mal, sehe ich das Aber. richtig? Der Sascha hat auch STR auf dem Porsche, Save the Ring. Ja. Coole Aktion. Ja, das war auch ein leichtes Anlehnen jetzt hier an die Bande. Ja, aber Also das es gibt. geht. Ja, das beim Tourenauto auf alle Fälle. Schön eng genommen. Ja, das ist noch ist es die Warm-Up-Lap, also die Out-Lap. Jetzt muss er erstmal sehen, dass er hier eine Zeit hinkriegt. So, jetzt gehen wir mal ins Cockpit, um mal zu schauen, dass er hier, was er hier treibt. Hier schön in. Ja, das sieht. Ja, sah gut Faszinierend, wie aus. ruhig da der Wagen liegt. Da ist mein Ding am Hoppeln wie blöd. Also, ich weiß nicht, ob der Karnickel-Benzin getankt hat oder so, Ja, aber. ja, ja, ja. Ah, er fährt den zweiten auch. Ist er. Bildschirm. So, wir haben hier noch die Bodenwelle. Ich weiß nicht, ob die überhaupt Genau. noch existiert. Ja, ist drin. Ist, Ganz gibt's noch, übel. ja. Bin mal gespannt, bleibt im zweiten oder geht er in den ersten? Ah, geht in den ersten. Geht in den Okay. ersten, ja. Das ist ungewöhnlich, weil das Auto im ersten Gang Sehr sehr, unruhig jetzt, sehr, ja. ja, also das Runterschalten in den ersten, bei mir mündet das immer in einen Dreher, wenn ich es mal versuche. So, hier geht es aber im 2 durch. Ah, da auch in den ersten, guck mal. Das ist jetzt wieder dann im Auto das subjektive Gefühl. Das haben wir mit den Serienwagen auch. Dann hängen wir zum Beispiel zwischen zweiten und dritten Gang und wollen raus beschleunigen. Und wir wissen, dass der dritte. Oh, das war eng, das war eng. Ja, er ist sehr unruhig hier in dem Bereich Ja. gewesen. Dann hängen wir zwischen zwei Gängen und dann denken wir, verdammt, der dritte Gang ist zu niedrig von der Umdrehung und der zweite Gang ist zu hoch. Und dann Ja. bist du immer ein bisschen am Ausprobieren. Ja. Da ist er gut rausgekommen. Wollen wir mal, was Und es wird. setzt Oh, eine. Ach, jetzt jetzt. kriegt er. Jetzt fängt er erst an. Was hat er denn vorher gemacht? Hat er gekartet oder was? Ja, könnte Das sein. kann gut sein, ja. Dann wird die Runde nicht gewertet. Wir haben hier eine ziemlich scharfe Regelung, was das Cutten betrifft. Also zwei Räder haben auf der Strecke zu sein. Ja. Und
Das wird von Robert Stratner auch knallhart kontrolliert, aber wirklich knallhart. Also der misst da wirklich auf einen Millimeter. Wenn das Auto wirklich nur einen Millimeter hinterm Körb ist, dann ist vorbei. Und also die Körbs zählen schon noch mit zur Strecke. Zumindest bei den meisten Strecken. Es gibt Ausnahmen, wo die Körbs dann so breit sind, dass das ganze Auto raufpasst. Und da gibt es dann schon noch andere Regelungen. Aber im Großen und Ganzen ist das so. Und dann gibt es aber auch wirklich gleich ein Feuerwerk von Strafen. Bei uns meistens in Zeitstrafen münden, Jetzt also lass uns mal After gucken, Race. wie er da rauskommt. Ja, das ist gut gefahren. Das ist ja gut. Da siehst du, du kannst diese Ecke der Hafenschikane nämlich auch mit dem halben Auto überfahren. Da bleibt der Wagen auch noch recht ruhig, was auch kein Cutten ist, weil eben die Fahrerseite immer noch auf der Rennstrecke ist. Ist auch in der Realität tatsächlich so. So, aber er hat schon eine Sekunde Rückstand in der zweiten Zwischenzeit. Und gut, also ich sag mal, heute sind die Zeiten nicht ganz so eng. Wir haben hier manchmal 15 Autos wirklich innerhalb einer Sekunde. So, Sascha Landgraf wurde tatsächlich auf die 5 gesetzt und jetzt hat er auch eine Zeit dazu und bleibt auch auf der 5. Aber das ist jetzt eine seltsame Geschichte. Da bin ich mir jetzt noch nicht so hundertprozentig sicher, was ich davon zu halten habe, weil der steht jetzt auf dem fünften Platz mit 1,5 Sekunden Rückstand auf den Führenden und der Sechste hat nur 0,9 Sekunden. Also das kann noch nicht ganz stimmen. Das werden wir dann notfalls korrigieren müssen. Das lag daran, dass er mit seiner gecutteten Runde tatsächlich gewertet wurde, aber die Zeit nicht eingetragen wurde. Und ja, müssen wir mal schauen, was da Phase ist. Mal kurz gucken. Sascha Landgraf. Ja, das war eine 1:34.942, die er da gefahren ist, jetzt in der letzten Runde. Ja, und in der vorhergehenden Runde ist ihm der dritte Sektor nicht gewertet worden. Genau. Und deswegen keine Gesamtzeit. So, Zeit ist abgelaufen auf der Qualizeit. Vorne hat sich erstmal nicht weiter geändert, außer dass Christian Rückert noch irgendwie auf die 3 gekommen ist. Ich glaube, der war vorher auf 4. René Herzig ist Vierter. René Herzig ist ja der Vorjahresmeister. Okay. Ui, schade, jetzt kann er Ja, abbrechen. Macht er jetzt muss auch. er, Ja, macht er auch. ja, kommt jetzt auch rein. Ich denke mal, die anderen kommen auch rein. Ja, hier ist noch einer unterwegs. Das ist, glaube ich, der Marco Meier, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Nee, der ist auch schon drin. Jan Rückert ist drin. Der Thomas Wickler müsste das gewesen sein. Genau. Er hat noch mal irgendwie gerade so die Zeit erwischt, um noch eine neue Runde beginnen zu dürfen. Platz 5. 45. Ändert sich nichts mehr. Doch, er hat den Sascha Landgraf jetzt noch verdrängt, aber der wird jetzt sowieso umgestellt. Also der Sascha Landgraf steht definitiv auf dem letzten, auf Platz 10. So, und von daher hier noch jemand. 6 ist noch draußen, die Rambo fährt noch und der Hasse fährt noch. Hasse hat es tatsächlich noch geschafft auf. Nee, hier stimmt doch was nicht. Der Rambo hat nochmal nachgelegt. Genau, 1:33.298, genau. es ist Hammer. Ja, und somit Petrocello dann 4 Zehntel zurück. Und Robin Hasse hat sich da noch tatsächlich noch dazwischen gequetscht, das haben wir gar nicht gesehen. Mit 0,385 Sekunden Rückstand. Also knappe 4 Zehntel. So, dann zeigen wir den auch noch, den Robin, der müsste jetzt. Oh, der In fährt den sogar noch. Tunnel. Geht in den Tunnel. Ja, fährt langsam. Hat abgebrochen. Ja, nee, der ist nicht mehr bei offizieller Zeit über Start und Ziel. Der fährt jetzt seine Inlap. Das ist auch der letzte auf der Strecke. Und ja. Ja, leider, der Mario Schili hat auch noch abgesagt. Also, der hat sich irgendwie einen Fuß demoliert und muss da kühlen und weiß ich nicht was. Also, kann leider nicht fahren. Er kann nicht bremsen, sagt er. Und auf jeder anderen Strecke wäre er wohl noch irgendwie gefahren, aber hier nicht.
Ach, Bremsen wird überbewertet, oder? Ja, genau. Naja, in Monaco halt nicht so ganz. Das ist halt. Ja, ich habe ihm ja gesagt, ich mache ihm die Bremshilfe an und aber das wollte er auch nicht. So, genau. Jetzt geht's hier rein in die Box. Jetzt gehen wir auch mal hier in diese Ansicht, damit man das hier mal ein bisschen sieht. Ja, das ist leider blöd, weil diese Kamera hier, Zeigt die Wand. die zeigt die Wand, genau. Und deswegen nehmen wir das mal so und gehen da mal so ein bisschen hin und ein bisschen zurück. Und dann haben wir hier auch ein bisschen Flair. Richtig. So. Okay, ich traue mir mal die Reihenfolge vorzulesen. Also Platz 1 bis 10, Alex Rambo und Robin Haase in der ersten Startreihe, Sandro Petrucello und Christian Rücker zweite Startreihe, René Herzig und Thomas Wickler dritte Startreihe, vierte Startreihe für Achim Krause und Marco Meyer und Edgar Ostermann und Sascha Landgraf dann in der fünften Startreihe. So, die anderen hatte ich bereits nach dem ersten Qualifying vorgelesen. Das sparen wir uns jetzt. Wir gehen jetzt ins Warm-up. Wie kommt es, dass der Und Sascha noch auf 7 hier geführt wird? Kommt das wegen ja, der hatte ich, ja, wegen gecutteten dieser Runde? gecutteten Runde und ja, und das ist halt dann ein bisschen. Da wird er sich ärgern. Wie bitte? Ich sagte, da wird er sich ärgern, weil Da wird er sich ärgern, das ja. ist immer so. Das kann einfach auch ein bisschen zu viel Speed gewesen sein. Dann rutscht der Wagen rüber und dann denkst du, ah, schöner Mist. Ja, Und richtig. Genau. So, wir kümmern jetzt uns erstmal darum, dass der Sascha dahin kommt, wo er sein sollte, nämlich auf die Position 10. so, die Immer noch Frikadellen nicht sind auf dem ganz. Weg zum Grill. Genau. So, Batch-Datei erzeugen. Ups. So, und jetzt werden wir die Startaufstellung schnell in Ordnung bringen. Gucken wir uns mal an, wer so fährt. Ja, hinter der Leitplanke, dann drücken wir mal die. Ups, wo ist denn meine Maus? Ach, hier. Da kommt er. Kalte Reifen, kalte Bremse, voller Tank. Passt nicht. Gut gerettet. Der nächste auch. Aber das ist tatsächlich so. Mir ist es im Rennen auch schon mal passiert. Uiuiui. Gut gefangen. Gut gefangen, wer immer das auch war. Ich bin auch einmal im Start fast ja, ins Kies gerutscht, weil meine Bremse. Nee, jetzt ist er doch abgeflogen. Da ist die ganze Frontschürze weg. Ja, gucken wir mal, wer das ist, der Robin Haase. Na. Ach, kann ich das mit Alt machen oder? Nee, Nee, mit das der kannst du mal. Tab-Taste. Mit der Tab-Taste. Aber das machen wir immer nur ganz kurz, weil das halt Genau. sowas von unprofessionell aussieht, diese Fähnchen da über den Autos. Naja, Danach, gut. ja, man kann es hin und wieder mal, wenn man sich orientieren möchte, kann man das gerne mal Genau. benutzen, aber dann gleich wieder ausmachen. Wir kommen mal zum Meisterschaftsstand. Und da fangen wir mal mit der Fahrerwertung an. Eigentlich braucht man da gar nicht viel sagen. Klar, sechs Rennen, sechs Siege. Alex Rambo auf Position 1 mit 243 Punkten. Da braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. René Herzig, der Vorjahresmeister, folgt mit 186 Punkten. Und ab da wird es eigentlich auch spannend. Thomas Wickler mit 170 Punkten auf der dritten Position, Platz 4 für Sascha Landgraf mit 168 Punkten, Sandro Petrucello Fünfter in der Meisterschaft mit 162 Punkten. Dann gibt es einen kleinen Sprung zu Christian Rückert mit 144 Punkten, Achim Krause auf der 7 mit 122 Punkten, Julian Siebenbiedel mit 118 Punkten auf der 8. Mario Schiedi heute nicht dabei, 106 Punkte, der wird heute mit Sicherheit Plätze verlieren, auf der 9. Und Robert Stratner komplettiert mal die ersten 10 hier in der Meisterschaft mit 88 Punkten, also da ist nochmal ein größerer Sprung. Insgesamt haben wir hier 40 Leute in der Meisterschaft
Und ja, wir werden mal sehen. Hoffen wir mal, dass ganz, ganz viele heute ankommen. Ja, richtig. Nee, das ist auch nicht SimRace.org, sondern wir sind hier bei SimRace in einem Wort.net. Ja, nee, ich weiß, Das aber ist das sozusagen. andere Aber ist auf deine ansonsten Seite, ne? Sim-Racing.org. Ja, genau, meine ich auch, Ja, genau. ja. Funktioniert irgendwie nicht, aber machen wir später. Machen wir später, genau. So. Kommen wir mal zur Teamwertung, die nämlich nicht weniger Spannung bietet. Da ist das X-Factor Racing Team, die wir ja gestern doch ziemlich beeindruckend auch im 24-Stunden-Rennen gesehen haben, wie zum Beispiel den Achim Krause, der jetzt hier dafür unterwegs ist, auf der 1 punktgleich mit Fastlane Racing, Christian Rücker, Thomas Wickler, mit jeweils 314 Punkten. BMS Racing 2, 295 Punkte. Also Fastlane ist auch der Alex Rambo. Okay. Und genau. BMS Racing 2 mit 295 Punkten. Joker Sim Racing Team mit 226 Punkten auf der 4. 5 Team Jägermeister 206 Punkte. Und die 6 LSF Racer 1 mit 172 Punkten. Dann haben wir auf Platz 7 noch die Black Forest Racing mit 147 Punkten. Platz 8 für Konrad Motorsport mit 88 Punkten. 9 Schwaben Express. Auch ein sehr lustiger, überhaupt sehr witzig, die Jungs. Auch mit 68 Punkten auf 9, mit C und die Top 10 komplettiert dann das KA Race Team mit 63 Punkten. Punktgleich muss man dazu noch sagen mit Elo Motorsport auf. Das ist gar nicht mehr Elo Motorsport, sondern das ist, muss man noch ändern. Genau. Aber jetzt sagen wir erstmal Elo Motorsport. Das ist der Kurt Niedenberger und der Steffen Streblo und der Daniel Streblo. Das sind die schwarz-grünen Porsche, ne? Die in dieser genau. komischen Lackierung. Ja, die sind nicht mehr schwarz-grün, die waren mal so. Okay. Waren mal so. Die musst du einmal löschen und dann nochmal neu synken, dann hast du den richtigen Skin. Alles klar. Ja, Was wollte ich sagen? Ich habe mich jetzt noch einloggen können. Man muss natürlich auch den richtigen Login-Namen nehmen. Finde ich denn dort irgendwo die ganzen Starternamen? Nicht, dass ich gleich irgendjemanden falsch benenne. Du bist da komplett in der falschen, falschen Webseite. Das ist, wenn du auf der, geh mal bitte zu simrace.net. Muss ich mich erstmal selber abmelden. Gucken, ob ich das überhaupt sehe. Ja. Und dort hast du auf der Startseite rechts in dem rechten Frame einen Button Results. Genau. Genau. Und da gehst du mal rauf. Mhm. Und dann oben auf Fahrer und Index. Und da findest du die ganzen Fahrer. Perfekt. Dann sehe ich nämlich mal die ganzen Namen. Und auch das dazugehörige Team. Das nehme ich jetzt mal schön offen. So, da haben wir unsere Pflicht und Schuldigkeit getan im Warm-Up, nämlich ein bisschen was zur Meisterschaft erzählt. Startaufstellung zum Rennen bekannt gegeben. Und ja, Olli, dann würde ich sagen, Zeit ist abgelaufen. Wir geben den Leuten jetzt noch die Zeit. Na ja, gut, hier dürfen sie Escape drücken. Wir gehen dann mal in unserem wunderschönen Simrace TV Auto. Warum geht der Zoom nicht? Na super, nehmen wir den hier. Genau. Werbung und, in eigener Sache, das ist ja immer gut. Ne, das muss sein. Und also 32 aktive Fahrzeuge dann. Ich meine, wir gönnen das niemandem absolut nicht, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen Spaß haben. Wir könnten natürlich jetzt mal einfach eine Wette abschließen, wie viele drehen sich in der ersten Kurve. Ich würde sogar wetten, wie viele ins Ziel kommen, aber. Also die Wette, die Wette verliere ich sehr gerne, dann sage ich nämlich, es kommen 32 ins Ziel. Ja, ja, ja. Ja, also ich würde da gerne gegenwetten, würde da gerne dasselbe behaupten. Ich bin nur, mich plagen da ein paar Zweifel. Ja. Also das brauche ich jetzt mehr wetten, weil wenn ich mich dagegen stelle, kann ich ja nur sagen, es wären Dinge, da brauche ich gar nicht sagen, wie viel. Dann verlieren wir beide, ist auch in Ordnung, sagst du 31, dann passt genau, das. Genau, dann machen wir das, dann verlieren wir beide. Genau. Ja. Schöne Lackierung, finde ich, Farbgebung. Ja, passt. Das ist, also wir sind mittlerweile recht stolz auf unsere Painter, der Christian Rückert ist und der Enrico Herzig, das sind hier die beiden Hauptpainter, die hier die meisten Paints gemacht haben. Und oder Beklebung oder wie man das nennen will. Und die haben mittlerweile eine solche Professionalität, was das betrifft, dass einem wirklich schwindlig werden kann. Also der Christian vor allem und der Enrico, die haben auch
diese Autos für einen anderen Zweck komplett, den kompletten PCC, den kompletten PMSC und dann noch Speziallackierungen gemacht innerhalb von einer Woche. Und zwar für 28 Autos. Meine Das war Güte. wirklich unglaublich, unglaublich. Also das werde ich den Jungs nie vergessen. Es hat auch hoffentlich ein schönes Dankeschön gegeben. Die wurden dann alle zum Sportscup eingeladen mit vollem Package, mit vollem Event-Package. Und ja, also wie gesagt, das ist eine richtig coole Nummer gewesen. So, jetzt gehen wir zum ersten Rennen. Und jetzt muss man ganz kurz einmal ruhig sein. Wir beide hören das Gott sei Dank nicht. Das ist ein so dummes Gelaber, aber müssen wir jetzt einmal durch. So, das Ganze funktioniert jetzt wie folgt. Die Herrschaften stehen jetzt in der Box, fahren eine sogenannte Reconnaissance Lap in die Startaufstellung, stellen sich dahin, warten bis, jetzt kommen hier unten nochmal die Top 10 durch, die anderen haben keine Zeiten. Das stimmt jetzt auch. Nee, stimmt nicht. Der Michael Wirz steht auf 10. Wieso das? Ist da jemand raus? Sascha Landgraf lässt sie gehen. Wieso das denn? Augenblick, das kläre ich mal eben ab. Da wird es jetzt etwas Diskussionsbedarf geben, einfach aufgrund dessen, dass es da eine schnelle Runde nicht in der Wertung gewesen ist. Aber ich denke, der Lutz wird das auf jeden Fall gleich uns etwas Positives berichten können. Der Sascha hat tatsächlich einen Crash gehabt mit seinem PC und ich habe jetzt die Session zurückgesetzt in das Warm-up. Das heißt, da brauchen wir jetzt nicht nochmal irgendwelche Änderungen in der Startaufstellung vornehmen. Die ist jetzt noch wie vorher und wir warten jetzt, bis der Sascha wieder auf der Strecke ist. Ja, dann muss ich ihm tatsächlich jetzt, dann muss ich es tatsächlich nochmal ausführen. Passt alles, stimmt alles, wunderbar. Perfekt. So, hier haben wir den Polesetter für das BMS-Team der Alex Rambo. So, BMS, wieso fährt der BMS? Dachte der wäre bei. Ach nee, der ist gar nicht bei Fastlane. Was erzähle ich denn für ein dummes Zeug? Der fährt für BMS, na klar. BMS Racing 2, ne? Richtig. Beim Sascha Landgraf habe ich schon gedacht, dass das eventuell der Bruder von einem anderen Landgraf, den wir bei uns in der Serie auch mit drin haben. Aber das ist wahrscheinlich nur Namensvetter. Genau, ja, will er nicht losfahren? Muss man nur einmal checken, ob hier noch jemand rausgeflogen ist. Nein, alle da. Das finde ich jetzt schon etwas seltsam. So, dafür haben wir hier den Robin Hasse, der ebenfalls für BMS fährt und jetzt dann schon auf der Strecke ist. Wollen wir hoffen, dass der Alex jetzt nicht verpasst, aus der Box zu kommen, weil die Boxengasse schließt irgendwann. Und zwar, glaube in 45 Sekunden. Und dann hat er keine Chance mehr, muss er aus der Box starten. Und das bedeutet, die Boxenampel geht erst auf grün. Ich weiß nicht, ob das in der Realität auch so ist, wenn sich das erste Fahrzeug über die erste Sektorenzeit fährt. Also beim Porsche Cup kann ich dir das leider nicht beantworten. Beim Langstreckenpokal ist es so, die geht auf grün, wenn ja, das Intervention Car das letzte
aus der Klasse vorbei ist. Also wenn das ganze Feld einmal vorbei ist an der Box und dann darf nachgehechtet werden. Ich weiß das, weil uns das nämlich auch mal passiert ist. Ah, okay. Ja gut, das ist hier von der Simulation so vorgegeben. Da kann man auch gar nichts dran ändern. Gut, hier hat man natürlich bei weitem nicht so viel Zeit wie auf der Nordschleife. Wir hatten wirklich mal einen Querlenker falsch eingebaut und sind dann in der Einführungsrunde direkt wieder in die Box. Ja. Und haben also innerhalb der 10 Minuten Einführungsrunde den Wagen, haben wir den Querlenker getauscht und neu vermessen und sind dann pünktlich, wo das Feld zurückkam, standen wir vorne an der Boxenausfahrt und konnten hinterher hetzen. Ja, ja, ja. Und war natürlich spannend, aber hier auf so einem kleinen Kurs wie Monaco hat man da natürlich nicht wirklich die große Möglichkeit. Richtig. Nee, aber der Alex ist rechtzeitig rausgekommen. Sehr gut. Ja, kann man so sagen. Man könnte auch nicht sagen, leider. Es wäre sicherlich spannender gewesen, ja. Aber wir haben ja dann, der erste Lauf ist erfahrungsgemäß ein gutes Rennen mit toller Action. Aber der zweite Lauf wird nochmal viel, viel spannender, weil die ersten 10, ähnlich wie im BTCC-Reglement, dann die Positionen tauschen. Das heißt, der Sieger des ersten Laufes startet dann von der Position 10. 10, ja. Ja, also nicht von 8, wie normalerweise das. Wir haben dann gesagt, bei so einem großen Fahrerfeld sollten noch 2 mehr in den Genuss kommen. Und und dann haben wir das so gemacht. Und das ist dann natürlich, leider ist der Alex auch noch ein super guter Starter. Das heißt, der legt immer irgendwelche Blitzstarts hin und holt sich dann schon am Start meistens 3, 4, 5 Positionen. Und das ist dann, ja, wir hoffen ja, dass er, vielleicht können wir mal irgendwann die Simulation irgendwas einbauen, dass er nicht mehr so schnell starten kann. Weil Launch Controller, sowas gibt es hier nicht. Also die müssen schon dicht auf drauf achten. Hier ist jetzt ein bisschen chaotisch, weil ein bisschen eng. Also die fahren, versuchen schon irgendwie auf ihren Startplatz, ihren eigentlichen Startplatz zu kommen, was bei Alex jetzt nicht so wahnsinnig schwer ist, aber wenn du dir das mal anguckst, dieses Starterfeld hier, ist da ein kraftloser Anblick, oder? Imposant, ja. Auf jeden Fall. Ja, leider verschwinden jetzt hinten immer wieder ein paar Autos, weil das dann grafisch einfach nicht mehr, schafft der Rechner das wohl nicht mehr. Ich habe schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert. So, und das ist das, was ich jetzt gerade sagen wollte. Es ist so, dass wir, jetzt warpen die hier etwas. Das haben wir jedes Mal mit diesen Autos. Ich weiß nicht, warum das hier so extrem ist. Ja, versuchen wir es mal hier, ob es hier ein bisschen besser geht. Ja, sieht so aus, hier ist es ein bisschen schöner. Und, das war ja dieser Spaß. Wir hatten, ich glaube, das zweite Rennen war in Laguna Seca und dann sind die oben aus der Corkscrew, sind die da oben runter, so gefallen, weißt du? So ein Tropfen, so. Also wir hatten uns mit der Kamera so unterhalb dieser Kurve hingestellt und dann kamen die so von oben so pop, 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 pop. Und aufgrund der Streckenlänge dort nahm das auch nie ein Ende. Also das war irgendwie mitten im Rennen dann, da waren die schön verteilt auf die Rennstrecke und dann nahm das überhaupt kein Ende, dass da Porsche aus der Kurve rausregneten. Es war grandios. Ja, ich denke mal, das ist natürlich auch eine wahnsinnige Rechnerleistungskapazität, die hier benötigt wird, weil wenn jetzt, guck mal, 32 Externe, die jetzt alle auf einen Server zugreifen und dann alle in eine Kurve rein wollen, ich sag mal, irgendwann geht so ein System auch mal ein bisschen in die Knie, oder? Richtig, also wir haben, also die Leute haben jetzt mittlerweile alle schon recht ordentliche PCs. Wobei sich die Ressourcen einigermaßen in Grenzen halten bei R-Factor, weil es ist halt schon ein älteres Game, 2005. Aber hier kommt ja dazu, oder bei mir kommt ja dazu, dass hier noch der Broadcaster läuft. Und der frisst richtig. Also dieses Encodieren von Videos, das ist eigentlich so das Leistungshungrigste, was es so gibt in diesem Bereich, was man auf dem PC laufen haben kann. Überhaupt irgendwelche Encodieren und Videos bearbeiten. Und das ist halt, da muss dann schon was Richtiges stehen. Und das tut's jetzt eigentlich auch. Wie gesagt, wenn wir noch 6.000, 8.000 Euro, hatte ich ja gestern schon erwähnt, wenn uns da irgendein Sponsor mal unter die Arme greift. Allerdings brauchen wir dann 5 PCs davon zu diesem Preis. Dann können wir auch in Full HD streamen. Aber momentan reicht es halt für 720p, was eigentlich für ein... Ah ja, nur bitte, ne? Also... völlig ausreichend ist. Das auf jeden Fall. Es wird jetzt gleich richtig spannend. Dreiviertel der Runde, der Einführungsrunde ist schon mal durch. Ja. Jetzt geht's in die Startaufstellung. Es gibt 2 neuralgische Punkte in der ersten Runde, ganz klar die erste Kurve. Und dann natürlich die Hairpin, wo es wie ein Ziehharmonika-Faktor wirklich auf und zu geht, beziehungsweise erst zu, dann auf. Ich denke mal, das wird richtig spannend werden. Ja.
So, die machen jetzt alle nochmal schön die Hinterreifen warm. Das ist erlaubt. War nicht mehr direkt auf dem Startplatz, aber so kurz vorher dürfen sie das nochmal machen, sofern sie keinen anderen behindern dann. Und wir versuchen jetzt mal etwas. Genau, das war das jetzt hier. Das wird sowieso gleich umschalten. Upsala. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das hier, ob das hier in dieser Perspektive etwas besser ist mit diesen Hast du denn die Fahrzeugen. Zufahrt zur ersten Kurve auch in der Perspektive? Das wäre natürlich perfekt. Ja, ich versuche das. Dem Regisseur ist nichts zu schwer. Jo. So, wenn alle stehen, erscheinen dann hier irgendwann die Ampeln. Das ist immer Da so sind die sie. schlimmste Zeit. So, jetzt geht's los. Genau. Und Geht's. startfrei. Boah, die kommen gut weg. Der auf der dritten Position hat sehr viel Wheelspin. Es hat eine Position verloren. Jetzt wird's eng. Ah, Jungs, Oh, da und haben da wir schon mal scheppert's. den Und da ersten scheppert's. Crash, wo auch, naja, einer der Frikadellen mit Oi, beteiligt war. du meine Nase. Wer steht denn jetzt hier noch? Vorsicht mit der Maus. Der Ach, Fred Entschuldigung. Runke, den hat's richtig erwischt. Jetzt kannst du die Maus wieder bewegen. Das ist immer nur, wenn ich Ja, mit der feststehenden Kamera bin, dann ist die frei ich beweglich. habe die mal weggemacht. So, jetzt geht's auf die Herpin. So, Rambo und und. Hasse gut durch. Simon auf ihr auch noch gut gehalten. Ich glaube, der hat Platz gewonnen, ne? Oder? Der ist davon 5 gestartet, meine ich. Ja. So, Moment, ich muss mal hier eben mein Dings hier aufmachen. Genau. So. Oh Gott, guck dir das doch an. Ich bin Ja, immer noch auf dieser super. Kamera hier. So, Sehr gut. jetzt erwischt schau noch Einer den Micha Wirth. gedreht. Ja. Hoppala. Eieiei. Ah, jetzt Ja. fährt ihm aufs Rad. Das ist So. natürlich doof. Ja, und der Christian Engelhardt wartet. Der hat ihn wahrscheinlich umgedreht. Ja, das ist so ein Gentleman Agreement hier, dass man, wenn man sowas verzapft, dann auf den Geschädigten wartet. Allerdings muss ich sagen, dass das auch nur in der ersten Runde hier geduldet werden kann, weil bei dieser Strecke, wenn du hier irgendwo wartest und da kommt jemand von hinten, der damit nicht rechnet, dann ist Ja, hier aber ist richtig Alarm. Feierabend. So, und So, siehst jetzt du, gehen die, wir hier sage, die mal. ersten 3, 4, 5 gehen gut durch, haben keinen Stress mehr, können richtig gute Ja. Zeiten jetzt auch schon hinsetzen. Und jetzt ist das Feld erstmal vorsortiert. Genau. Und jetzt Alex wird's Rambo interessant. ist natürlich auf der 1, Robin Haase auf der 2, Christian Rückert auf der 3, Sandro Petrocello auf der 4, Thomas Wickler 5, Achim Krause 6, 7. Sascha Landgraf, 8. Mike Kolosche, 9. Marco Meyer, 10. Julian Siebenbiedel, 11. Maxi Wolter, 12. Robert Stratner, René Herzig auf der 13, Kai Matt 14 und 15. Machen wir jetzt die Top 15, der Andreas und ich. Da hat der Mike Kolosche wirklich, glaube ich, von der Position 14, Ja. meine ich, ist er gestartet, sich auf 8 vorgetankt. Richtig, und der Respekt. Micha Wirth wird gefallen auf die 19. Ja. Kann man natürlich jetzt als Stallorder schon sehen, oder? Das haben die tatsächlich nicht. So, Christian Rückert hier schön im Stress mit Sandro Petrocello. Also wir gucken, versuchen wir es mal hier aus dem Cockpit rauszukriegen. Da stehen die Räder und da gibt es hier aber richtig Action. Und Jens, ärgerst du dich? Ich hoffe doch sehr. Nein, werd gesund, Junge. So, jetzt bleiben wir mal hier Also stehen ich mit kann der nur hoffen, Kamera. dass ich ihn so einigermaßen ersetze. Also ich muss dazu sagen, entschuldigt, wenn ich die Namen echt nicht drauf habe. Das ist für mich Neuland, aber ja, das kriegen wir schon hin. Ja. So, was ich aber sehe, ist, dass René Herzig, der muss wohl am Start in die Kollision verwickelt worden sein. Der ist nämlich auch nur so Rambo erstmal schnellste Rennrunde. Klar, vorne alleine weg. Wer soll da schneller fahren Aber als voller Tank, schau 34,27? mal, genau, Ja. voller Tank, eine 1,34, das ist echt. So, wobei ich allerdings sagen muss, dass man hier in Monaco, ich glaube, der Unterschied zwischen voll und leer ist hier nicht ganz so extrem, oder?
aufgrund der Streckenlänge und überhaupt dieser nicht so allzu hohen Geschwindigkeiten, die hier gefahren werden. Das ja im Prinzip, also es wird sicherlich gerade beim Anbremsen nicht ganz so extrem sein, weil du eben nicht mit 270 oder sowas ankommst. Ja. Aber gerade wo es jetzt runtergeht, genau dort anbremsen, ja, das ist okay. Das ist alles noch okay, das ist Tourensport. Und auch gerade so runter zu Hairpin, da schiebt natürlich das Gewicht schon ganz extrem und lässt den Wagen auch entsprechend untersteuern. Klar, wer dann natürlich den Wagen gut abgestellt hat, zum Beispiel mit einem kurzen Nachlauf, sodass das Heck gut reagiert, der kann den dann auch schön in die Ecken reinwuchten. Aber klar, ich meine, Heckmotor, Heckantrieb, der Arsch kommt schnell. Ja, richtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eines der schönsten Autos hier, und da war ich wirklich richtig stolz auf den Jungen, der René Herzig, beziehungsweise auch der, ich glaube, der Enrico, ich weiß jetzt gar nicht, wer von beiden das gemacht hat, die haben hier sämtliche Sponsoren angeschrieben, die sie hier fahren wollten. Unter anderem haben wir auch die Erlaubnis von Mobil One, von Aral, von Sachs, wen habe ich vergessen von den wichtigen Sponsoren? Ja, Jägermeister auch, ne? Ja, Jägermeister ist ja nicht mehr aktiv jetzt, ne? Also okay. Nicht in der, also der eigentliche Jägermeister Porsche, der ja früher in der DRM fuhr oder so, der ist ja so, in dem gibt's den nicht. Aber schau mal, schönes packt dann. Schöner Angriff. Der René Herzig ist besser rausgekommen. Richtig. Unten aus der Startzielkurve und fängt den Wagen gut an. Hat den Stratner schön gepackt auf der Startzielgeraden. Tolles Manöver. Und ich sag mal so, es ist ja tatsächlich so, dass der Robert Stratner jetzt nicht unbedingt ist jemand ist, den man leicht überholt. Der hat hier den Beinamen The Wall. Und weil es der kein anderer Fahrer kann sich so breit machen mit diesem Auto wie er. Ah, da kann ich ein Lied von singen. Da gibt es leider echt ein paar Leute, die das extrem gut können. Ja. Und wenn du dahinter bist und du denkst, oh verdammt, ich könnte jetzt ein bisschen schneller, aber man ranfahren ist tatsächlich so, geht schnell, vorbeikommen, das ist dann die zweite Sache. Ja, richtig. Und du hattest ja gestern, glaube ich, auch die Frage gestellt nach den ganzen Kamerapositionen, was man alles sehen kann. Also hier ist es zum Beispiel wirklich so, dass man hier unendlich viele Positionen hat in der Kamera. Also, Wahnsinn, Wahnsinn, also ist, wirklich. Kommt tolles Flair bei rüber. Also deswegen, ich sage, wir müssen das einfach jetzt auch mit Mike Friesern mal ein bisschen publizieren, dass wir eben auch die jetzigen noch nicht Simracer dafür mal positiv stimmen können. Auch im Tourifahrerforum wurde da schon exzessiv drüber gesprochen, auch über die 24H. Und es ist eine tolle Geschichte. Mhm. So, jetzt sind wir hier. Ach Gott, wen habe ich denn jetzt hier eigentlich erwischt? Wen wollte ich? Ja, Maxi Wolter, genau. Maxi Wolter hier auf der 11. Und zwar ist hier eine richtig heiße Kampfgruppe. Mit Julian Siedenbiedel, Maxi Wolter, René Herzig. René Herzig, haben wir ja gesehen, ist gerade an Robert Stratner vorbei. Und jetzt ist natürlich Maxi Wolter ist auch so ein. Wir sehen schon diese ganzen aerodynamischen Verformungen hier am Heck, meistens am Heck. Die sehen leider Gottes bei allen gleich aus, aber das ist nun mal so. Das Schlimme ist im echten Bereich, dass es da dann oft in den Auspuff trifft. Man verliert ja Leistung und aber eben beim Porsche viel gravierender vorne die Kühlung dann. Die Kühler, die vorne drin setzen, das ist natürlich dann entsprechend schon ärgerlich. Aber ist bei BMW genau das gleiche. Wir konnten auch nicht so richtig anstupsen, weil der Kühler direkt hinter der Stoßstange lag. Ja. So, da fährt das war okay, war verbremst und hier im Blauen ist der Wolter, oder? Der hat gerade gut, Wolter, genau. Genau, hat gute Kampflinie gefahren gegen den René Herzig. René Herzig, also ich denke mal, der René wird den jetzt gut ein bisschen malträtieren, ein bisschen Psychokrieg machen und versucht ihn natürlich irgendwo in Fehler reinzupuschen. Genau, und Rambo fährt eine neue schnellste Rennrunde, 33.991. 991 passt ja, ich meine, das Auto fahren wir dann hoffentlich nächste Saison. Also von der Optik her nun ein Wahnsinnsteil, ne? Also. Ja. Oh, guck mal. Tolles Manöver und wieder auf der Stadt Ziel. Ja. Wird es? Ne, es reicht nicht. Aber? Hat sich nicht verbremst. Ja, hat jetzt auch mitgerechnet. Ich frage mich. Ein bisschen später auf der Bremse war. Also Lutz, ich frage mich wirklich, wie die Jungs das machen. Ich hätte dem Johnny Walker wieder ein Glas aus der Hand geschüttet. Also das ist... ich weiß es nicht, ey. Ja,
Also sensationelle Action, das, der Wahnsinn ist, wir wissen gar nicht, wo wir hinschalten sollen. Also ganz ehrlich, das geht hier wirklich eben, die sind alle im Zehntelabstand unterwegs, einzig ab Platz 14, von 13 zu 14, da gibt es eine etwas größere Lücke von 7 Sekunden. Ansonsten sind die dann wieder im Zehntelabstand hintereinander. Also es ist echt hammerhart, was hier gefahren wird. Also wenn wir jetzt mal sehen, die ersten 10 innerhalb von 20 Sekunden und dann geht es hier weiter im Zehntelbereich. Also es ist wirklich irre. Der René Herzig hängt dem wirklich im Spoiler hinten drin. Das siehst du jetzt schön im Rückspiegel. Ja, genau. Versucht das hier? Nee. Also nee, das ist zu eng. Also ja, da muss man wirklich im Tunnel wirklich daneben kommen. Ja. Und dann hat man aber hier hätte er jetzt die Chance, jetzt hätte er eine, war zu weit weg, da hätte er die Chance gehabt. Ja. Aber das Problem ist auch, die Kurve geht schnell und da reinzustechen, das ist Harakiri. Ja, hier der Fehler von, reicht nicht. Nee. Da war der Fehler von Volta, der ist ein bisschen hart über die Abreiser gefahren und dann, hat das Auto versetzt. Aber ich glaube, jetzt hat er. Ich wollte gerade sagen, es dauert keine Runde mehr und was hat er? Oh, ja, das ist eine Überrundung, ne? Ja, genau. Der Michael Pitz ist hinten auf dem letzten Platz. Der hatte schon Platz gemacht, ist langsam gefahren. Dadurch musste Volta abbremsen und Herzig ist vorbeigekommen. Also ein bisschen Glück muss man auch haben. Das gehört beim Rennsport sowieso dazu. Jetzt gerade der Volta da in die Leitplanke, wenn ich das richtig sehe. Oh, der raucht auch. Ja, der raucht auch ganz kräftig. Ja. Ach, ärgerlich. Aber das war das, was ich eben ja auch gemeint habe. Da wird Druck ausgeübt und wie wir ja auch beim 24er gesagt haben, als es den Restart gab mit dem Team PL, jetzt dreht er sich. Ja. Einfach Außenspiegel einklappen, Innenspiegel einklappen, das war's. Aber das, was er jetzt macht, das war sehr motiviert. Da hätte er normalerweise ein bisschen warten müssen mit dem Gegendreher wieder. Hat er jetzt so ein paar Kollegen ein bisschen. Und Schwuli Tipp gemacht, Ja, aber es ist gut gegangen. Ja. Ich vermute mal, da gibt es auch irgendwie eine leichte Keule. Weiter da noch so ein bisschen. Er versucht natürlich jetzt so schnell. Ja, er versucht natürlich so schnell wie möglich in die Box zu kommen. Sollte dann aber. Er stellt das Auto ab. Genau. So, gehen wir mal zum Führenden, der hier relativ einsam sein Rennen fährt, hat allerdings nur 2,2 Sekunden Vorsprung auf den Robin Hasse, was allerdings Teamkollege ist, von daher jetzt nicht so das Drama, also da wird auch nicht zu erwarten sein, dass da irgendwas passiert. Dann leider schon 8 Sekunden zurück, der Christian Rückert. Rückler. Aber überleg mal, 8 Sekunden jetzt schon dann, ne? Ja. Sandro Petrocello auf der 4. So, da muss Rückert irgendwann mal vorbeigekommen sein, glaube ich. Ach nee, Sandro war auf der 4. Ja, genau, ist richtig. So, und Achim Krause auf der 5. Achim Krause ist ja eigentlich immer ein Spezialist, so um irgendwelches dummes Pech zu haben. Irgendjemand steht quer auf der Strecke, er rauscht rein oder keine Ahnung, die Strecke hat einen Fehler, irgendwo hat ein Loch oder eine unsichtbare Wand, sowas passiert manchmal. keiner merkt das, nur Achim Krause fährt da rein und solche Geschichten. Also hier auf 5, ich glaube, der freut sich wieder sehr. Und ich sehe, der liebe Kolosche, der Mike, hat auch einen Platz aufgeholt, ist auf 7. Genau. Ja, aber der fährt auch schön konstant. Also ich habe die ein bisschen beobachten können. Die haben gute, konstante Runden abgedreht. Aber schau mal, ist im direkten Infight, das ist eine knappe Geschichte. Ja, mit Marco Meyer. Obwohl, das sieht mir Rambo doch mal schnellstes Rennen. Runde, da gucken wir gar nicht mehr hin. Ja, schade für seine Sponsoren. da muss er langsamer fahren, wenn er öfter im Bild sein will. Wir haben hier mehr Action, was sollen wir da in einsam allein vorneweg fahrenden zeigen? Also, tut mir leid. Der kriegt die letzte Runde für sich und dann ist in Ordnung. Aber ohne diese Leistung schmälern zu wollen, das ist schon Wahnsinn, was der Junge da ableistet. Definitiv. Auch wenn er vorne wegfährt, konstant diese schnellen Runden und lässt sich da nicht beeindrucken. Ich habe mir auch den Lauf vom A1-Ring angeguckt. Ist wirklich klasse. Ja. Ja, der Alex war in letzter Saison, ist er dazugekommen. Da hat er noch einen Gegenpart gehabt, den Angie König, der diese Saison nicht mehr dabei ist. Die beiden haben sich wirklich
sowas von gebettelt. Das war wirklich unglaublich. Die haben teilweise da Aktionen gefahren. Da hast du wirklich auch als Moderator nur noch die Augen zugekniffen. Und es ist jedes Mal gut gegangen. Also der Alex hat ein kleines Manko. Der überfährt die Reifen hin und wieder. Also in Oschersleben letztes Jahr, er hat es als einziger geschafft, einen Reifenplatzer hinzukriegen. Okay. Also wahrscheinlich durch Verschleiß. Allerdings muss man da eine kleine Einschränkung. Diese Autos hier sind von der Modifikation her so, dass wenn sie über, was weiß ich, wenn irgendwo Teile auf der Strecke liegen, wenn man fährt da drüber, kann es passieren, dass man Platten sich einfährt. Das gibt es normalerweise. Ich kannte das vorher aus keiner Modifikation aus R-Faktor. Das ist natürlich dann nochmal ein zusätzliches Feature. Klasse, ja. Also, ich meine, ärgerlich, wenn es jemanden trifft, aber doch ja, nochmal wieder richtig. Ein Punkt für Realität. Aber was ich auch toll finde, was du ja im 24-Stunden-Rennen gesagt hast, ist, dass es jetzt in, wo wird es sein? Im 24-Stunden-Rennen Silverstone? Oder wo wollt ihr das machen mit der Wetter-App? Ja. Hör mal. Unglaublich, dass ihr die Wetterdaten abgreift und dann quasi diese Daten Einfluss auf das Rennen mit haben. Ja. Also bitte, wo gibt's das sonst noch? Ja, also es ist wirklich einmalig, zumal, wie gesagt, dieses R-Faktor 1 normalerweise überhaupt kein Wetter vorsieht. Also da gibt es eigentlich nur sonnig oder wechselhaft. Das wechselhaft bedeutet einfach, dass etwas kühler ist auf der Strecke und dass man Wolken am Himmel hat. Finden wir Fahrer toll. Ja, genau. Und deswegen, jetzt weiß ich auch, warum ihr so selten in der Eifel fahrt. Ja, genau. Das war zu warm. Nee, wenn ihr die. Ja. Ich kann mich an deine Geschichte erinnern da. Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wenn die Wetter-App wirklich greift und ihr fahrt dann in der Eifel, ja, dann kann es natürlich auch im April nochmal 0 Grad geben, ne? Ja, richtig. Also Schnee gibt es tatsächlich auch. Eine Umsetzung, allerdings ist die sowas von unrealistisch, zumal ja im Schnee, glaube ich, auch gar nicht gefahren wird. Also wenn da oben schneit, dann wird abgebrochen, oder? Also wir hatten mal Test- und Einstellfahrten, da hatten wir wirklich auf Startziel standen wir im T-Shirt und hohe 8 hatten wir leichten Schnee. Ach was, aber auf der Strecke jetzt liegen. Auf der Strecke, also es war, die Strecke war frei, aber du hast halt kein Gras gesehen, sondern es war wirklich weiß. Wahnsinn. So, da vorne ist jetzt alles einigermaßen bezogen, aber ich sehe hier gerade, Achim Krause fährt jetzt gerade mal seine beste Rundenzeit. Das heißt, mal schauen, was er wie weit er jetzt da noch rankommt. An Platz 4, obwohl wir hier momentan eigentlich spannendere Situationen hätten. Ja, nee, da ist er noch ein bisschen weit weg. So. Robert Stratner und Andreas Oehrlich, die haben hier richtig Spaß da gerade miteinander. Der Andi Oehrlich vom Team Schwaben Express, die habe ich auch zum Sportscup tatsächlich kennengelernt. Die haben uns da besucht. Zwei total sympathische Typen. Ja. Halt echt Schwaben, ne? Der Maxi Wolter sagt, gerade wenn wir ein Fahrer interviewen möchten, kann er gerne berichten. Ah, das ist hier immer so knappig. Ja, so knapp. Also, ja, Maxi, komm rein. Ganz kurz, erzähl kurz, was dir passiert ist. Und das ist hier in so einem Sprintrennen immer, da hat man mal ganz wenig Zeit. Ja, ich sehe es jetzt auch gerade. Sorry, ich bin das gar nicht gewohnt. Grüß dich, Maxi. Hallöchen, Jungs. Maxi, hi. Ja. Erzähl kurz, was ist passiert? Was war los? Die Verhältnisse da draußen sind sehr, sehr gut. Ich habe kurz an der Pole vom zweiten Lauf geschnuppert, war ganz, ganz lange seit dem Start eigentlich unter Julian Siebenbiedel. War richtig, richtig geil. Dann kam der René oder der Enrico, einer von den beiden Jägermeistern kam noch dazu. Der René war das, ja. Ja, der kam dazu und dann habe ich einen kurzen Fehler gemacht bei der Überrundung in der Raskas. Ja, und dann das kam war Michael Beetz, ne? Ja, dann kam auf Startziel noch der Robert Stratner von hinten. Der hat mich dann so wuschig gemacht, dass ich glatt in das Johnny Walker-Schild rein bin. Und ja, meine Radaufhängung hinten links war dann total gebrochen. Ja. Und bevor ich da noch irgendwelche Spirenzchen mache oder irgendwelche Leute noch gefährt, habe ich dann gesagt, okay, Abbruch jetzt lang. Ja, haben wir auch gut gesehen. Wir waren nämlich genau mit der Kamera drauf, haben dich da gut beobachtet, den 2- bzw. 3-Kampf, wie auch der René anfing, gut Druck aufzubauen. Ja, und dann durch die Überrundung hast du da leider, ja, ja, leider den Fehler gemacht, nicht aufmerksam genug gewesen. Der war da hinter dem roten Schild, ich weiß nicht, was das für ein Sponsor ist, der sah da aus wie ein Chamäleon.
dahinter und dann auf einmal sehe ich nur Sunnytech und denke mir so, oh, nein, das da Eisen und Bremsen und hier nicht crashen und dann war es halt leider schon zu spät. Ja, Maxi, aber im zweiten Lauf greifst du nochmal an, ne? Denk ja, auf mal. Jeden Fall, klar. Auf jeden Fall. Na, war Motivation genug, jetzt auf Platz 11 hinterher zu fahren. Ja, war na Motivation. Gut, also jetzt musst du mal sehen, was glaubst du, wie viele Plätze kannst du am Start gut machen? Also jetzt habe ich von 18 auf... Oh, was ist... Oh, ja, das ist eine Überrundung. Überrundung, gut, okay. Von 18 auf 11 habe ich, ja, also 7 Plätze gut gemacht. Jetzt denke ich mal weniger, weil die Jungs eingeschossen sind. Ich denke mal so 3-4 Plätze am Start und dann... Hast du gesehen, wen es da am Start gedreht hatte? Ich war hinterm Enrico und... Also der Enrico, der hat sich, glaube ich, gedreht oder so. Also ich weiß nicht. Ich habe es nur... Ich bin ja dann links außen vorbeigefahren. Mehr habe ich nicht mehr mitbekommen. Also... Ja. Ja. Aber die Verhältnisse sind da draußen sind sehr, sehr gut und die Jungs reißen sich echt am Riemen. Das ist richtig geil. Das sind geile Fights, aber trotzdem fair. Richtig fair. Also von der Fairness her, das sehen wir, ist wirklich klasse. Jetzt ohne, dass angestoßen wird oder gecuttet wird oder sonst was. Sehr guter Tourenwagensport. Also Jungs, nochmal, also auch für dich stellvertretend für alle, ihr habt klasse Leistung, die ihr da bringt. Vielen Dank. So, hier haben wir mal... Beide den Herrn Krause, Autos. Ganz genau, den Herrn Landgraf. Schießen die sich gegenseitig. Ja, aber fair gewartet. Jetzt hör doch auf. Das ist ja wohl nicht wahr. Das na gibt gut. Sonderbonus hier fürs nächste Mal. Ja, ich glaube, die beiden, es gibt eine Kiste Bier fürs Team oder sowas normalerweise mit beim Rennen. Sicherheit. Aber gut, da hast du einen halben Meter, vielleicht maximal einen Meter zu spät und dann hängst du drin. Genau. So, jetzt wird es aber hier, wenn das hier stimmt, was... Nee, stimmt nicht, was mir angezeigt wurde. So, Christian Rückert ist jetzt irgendwie... Was ist denn jetzt passiert? Was zeigen die mir denn hier an? Der Sandro ist auf 3. Robin Hasse, was ist denn mit dem passiert? Der wird in der Liste noch als 2 geführt, ne? Nee, der rutscht jetzt durch. Ja, das sehe ich nicht. Du kriegst das... Ja, irgendwas ist mit... Jetzt ist er wieder auf 2. Da ist er wieder. Ja, siehst du, sage ich ja. Wurde eben durchgereicht. Hier in meinem Timing, aber das aber, ist... Rückert und Petrocelli, ne? Die sind sehr, sehr nah beieinander, wenn du dir das mal anguckst. Also zumindest hier... von der Zeitentabelle her. Ja, die waren ja, da eben. Auch. Ich glaube, der Robin hatte einen Mörderleck oder der Christian. Eins von beiden. Das passiert manchmal, also die sind jetzt auch weiter auseinander. Deswegen bin ich da eigentlich eben hin, weil das so knapp war. Und jetzt gehen wir aber mal zum Michel Würz, weil der sollte nämlich jetzt an Robert Stratner da dran sein. Genau. Der Robert ja im Porsche Club Graz, nicht ganz ohne Funktion und auch mit einem wunderschönen 911er, ich glaube 76er oder 78er. Ui. Ja, richtig und wunderschön zurecht gemacht. Also wunderschön restauriert, also wirklich ganz toll, ganz tolles Fahrzeug. Komm Michel, wirf dir noch einen Kripostat rein, drück den Turbo Boost und überhol mal. Ja, genau, aber ja, wir sind. Aber schau mal, der hat sich gut zurückgekämpft. Der war ja deutlich zurückgefallen, ne? Auf 19. Ja, richtig. Und fährt jetzt wieder auf 15. 15, genau. Ich meine, wir haben jetzt 2, 4, 6 Ausfälle. Also wir haben beide die Wette verloren. Ja. Würde ich sagen, den Preis zahlt dann Jens, weil der hat nicht mitgewettet. Genau. Der hat sich ins Bett gelegt. Also Jens, die nächste Kiste Glühwein ist fällig. Und das ist ein kleiner Running-Gag. Ja, aber momentan an Stratner hat er jetzt hier so ein bisschen, beißt er sich die Zähne aus, also der kommt immer mal wieder gut. Naja gut, das ist ja auch kein Nasenbohrer, ne? Ja, richtig. Was hat denn der, kannst du das sehen, was hat denn der Michel so als beste Zeit gefahren? Das kann ich sehen, Augenblick, ich schau mal. Beste Rundenzeit, wo haben wir sie, ist eine 1:37.230. Ja, ist also deutlich eigentlich über seiner Zeit, die er fahren kann. Aber gut, im Verkehr ist natürlich auch immer noch was anderes. Ja, ganz klar. Und jetzt ist die Lücke wieder etwas größer geworden. Ja, richtig. Oh, guck mal, wo es noch ein bisschen eng zugeht. Da ist eigentlich nur noch auf 10 der Julian Siebenbiedel. Halt, dann müssen wir das natürlich auch tief haben hier. Wo ist denn meine Maus hin? Hier.
10. Ich habe sie nicht. Nee, der Julian ist da nochmal relativ knapp dran an dem Thomas Wickler. Und die beiden sind auch wirklich Fahrer auf Augenhöhe. Also die sind, haben in etwa die gleiche Performance. Der Julian nur leider ein Schnarcher vor dem Herrn am Start. Also oftmal ist es ja so, er stünde ja jetzt wieder auf Pol für den zweiten Lauf. Und von daher wäre das natürlich, weil ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt so gar nicht wilde Anstrengungen macht, weil ob er jetzt 10. oder 9. wird, bei den Punkten macht das keinen großen Unterschied. Dafür steht er aber im zweiten Rennen auf Pol. Mhm. Aber bis aufs letzte Rennen hat er eigentlich immer seine Starts geschnarcht. Da konntest du wirklich drauf wetten, 3, 2, 3, 4 Plätze hat er immer verloren. Außer beim letzten Rennen, da hat er tatsächlich mal keinen Platz verloren, hat allerdings auch keinen gewonnen. Standard, glaube ich, auf Position 2 oder 3. Und ja, da ging es gut. Wollen wir mal schauen, ob das heute wieder geklappt hat. Er hat tatsächlich ein bisschen trainiert, sagt er. Also was heißt ein bisschen doll. Und muss aber auch dazu sagen, das ist auch, ich habe die richtige Umdrehungszahl auch noch nicht gefunden, um richtig loszufahren. Also ja, da die meisten fahren ja mit Kupplung hier. Und, ja, genau, ist das, ich du auch. Für ein Pedalset hast? Ah ja, okay. Ich auch. Da muss man den Bogen raus haben. Und nur mit Kupplung bist du richtig schnell. Es gibt allerdings auch ein paar Blitzstarter, die mit Taste kuppeln oder gar nicht kuppeln, mit automatischer Kupplung fahren, die es auch irgendwie hinkriegen, aber ungekrönte Könige, muss man sagen, sind Alex Rambo und René Herzig. Die legen jedes Mal Starts hin, da fällt es auf den Glauben ab. Ich glaube, der René Herzig ist jetzt an den beiden auch dran, ne? Ist er das? Ja. Ja, ne? Sollte er sein, der ist auf 11, genau. Ja. Ah, der muss aber noch ein bisschen Gas geben. Wir haben nur noch 3 Runden. So, und den Jens lassen wir mal ein bisschen im Ungewissen, ob er hier nochmal mitmoderieren darf. Ich weiß, dass er zuguckt. Ja. Also Jens, keine Panik, ich würde viel lieber mitfahren, aber ich hoffe, ich vertrete dich hier so einigermaßen. Ja. So, jetzt hätten wir es aber gern nochmal ein bisschen näher. Naja, das ist immer leicht gesagt, weil das Problem an der Geschichte ist... passiert doch schon. Ja, wenn du so dicht dran bist, kannst du auch einen Einlenkpunkt mal richtig schnell verpassen, weil du hast hier ja einen richtigen Tunnelblick und hast keine Orientierung jetzt ein bisschen nach außen oder sowas. Da kann das ganz schnell mal sein. Ja, das reicht ja auch, wenn der Vorherfahrende einen Fehler macht. Du machst den ja blind nach. Und außerdem gibt es auch sowas ähnliches wie Dirty Air. Also wenn du wirklich gut hier in Monaco ist das nicht ganz so dramatisch, weil die Kurven nicht so schnell sind. Aber der René ist Sebring oder sowas, da hast du richtig zu tun, wenn du so dicht dran bist, in die Zielkurve zum Beispiel zu fahren. Da geht das Auto wirklich nur stracks geradeaus. Aber der René kommt näher an den 10. Aber 2 Runden, das wird, glaube ich, leider nicht schaffen. Wird er nicht schaffen? Sonst wäre das natürlich nach dem Rückfall von den ganzen Plätzen, fährt er dann auf 10 vor und darf dann von der Pole starten, wäre natürlich eine grandiose Leistung. Aber schau mal, guck mal, der beißt, der ist dran. Der ist dran. Und der will unbedingt in die erste Startreihe zum Restart, zum zweiten Rennen. Also bei dem Speed, den der drauf hat, kann der den noch packen. Ja, aber wie gesagt, hier in Monaco, ich weiß nicht, ob es noch eine andere Strecke gibt, wo es so schwer ist zu überholen. Macau. Ja, Macau, gut. Obwohl, da hast du auf der Startziel, die lange Startziel mit dem schnellen Rechtsklick, da kann man sich schon auch ransaugen. Hier hast du ja kaum Windschatten, gar nichts. Also hier ist ja wirklich... Oh, bist du schon mal Macau gefahren? Nein, leider nicht, aber... ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre auch nochmal so ein Ding, was ich liebend gerne machen würde, weil die Strecke, das ist eine Herausforderung. Also, Hammer. Ich habe mir das WTCC-Finale da angeguckt. Gut, wie Freund Menü da mit den Kollegen umgegangen ist nur eine andere Geschichte, aber was die da abzaubern. Ja. Ich finde es immer geil, was der Frank Engstler da mit dem BMW durchzieht. Ne, ist alles noch okay. Jetzt, ja. Ja, ich sehe das. Einer Stupser reicht zum Drehen. Ja. So, jetzt muss er, zu weit weg.
Jetzt ist er zu weit weg, sonst hätte er nämlich unten sich nebenbremsen können. Wir müssen ganz kurz zum ersten vor, aber der ist noch gerade mal in die erste Runde gegangen. Deswegen gehen wir nochmal zu René Herzig, noch zurück, weil das jetzt hier noch super spannend ist. Mensch, guck mal, das sind 5 Meter, die über richtig viel Plätze im nächsten Rennen entscheiden. Ja, richtig, und der René wird sich ärgern, das weiß ich hundertprozentig. So, jetzt hat er im Prinzip noch eine Möglichkeit. Er ist zu weit weg. Ja, er ist zu weit weg. In der Schumacher-Kurve. In der Raskas, genau. So, wir sagen, Rambo fährt erst in den Tunnel. Ach, das heißt, nee, er hat ja noch eine Runde. Ja, perfekt. Ja, ja. Alles klar. Oh, da dreht sich einer. Ja. Das aber war, es war Überrundung. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das war Andreas Oehrlich. Ja. Ich meine das, ja? Oder? Nee, Andreas Braun. Ja, der wird gerade durchgereicht. Meine ich doch, war Überrundung, ne? Jetzt guckt ihr das an hier. Das ist ja wie bei, wie am Start. Ja. Jetzt müssen die Jungs aufpassen und schön in den Spiegel gucken. So, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt einmal vor zu Rambo, weil der kommt jetzt hier, ich denke mal, der wird die jetzt hier nicht mehr überrunden. Der Micha Würz, die arme, der Micha Beetz, der arme Hund, der muss jetzt hier irgendwie gucken. So. Rambo ganz souverän über Startziel. Jo, so sieht's aus. Herzlichen Glückwunsch an Alex Rambo. Platz 2 geht an Robin Hasse und Dritter wird, so er denn jetzt hier ins Ziel kommen. Moment mal, der hat den Sandrohr hier im Hintern. Ich weiß es ja nicht. Ist die ganze Zeit aber schon. So dicht. Ich meine, ich habe vorhin geguckt und die waren irgendwie ein bisschen weiter, aber nichtsdestotrotz. Sandro übertreibt jetzt hier nochmal, war der letzte Versuch. Keine Chance. Also Christian Rückert wird Dritter, Sandro Petrocello wird. So, und jetzt müssen wir nur mal gucken, was passiert mit dem Herzig, mit dem René Herzig. Sind die durch? Nee, noch nicht. Achim Kraus, Sascha Landgraf auf 5 und 6. Mike Kolosche wird Siebter, Achter Schön. Marco Meyer, Neunter. Guck mal hier geht's jetzt rund. Ja. Ah. So. Jetzt bremst er sich dann. Ja, übertrieben. Und, geht das gut? Nee. Oh Mann. Das ist ja nicht wahr, ne? Er war vorbei. Ja. Er war vorbei und hat dann den Gegenkonter gekriegt. Thomas Wickler wird 9. Julian Siebenbiedel 10. René Herzig 11. Hat der Siebenbiedel super gut gegengehalten. Ja. Klasse. So. Oehrlich 12. Dennis Erner 13. 14 für Robert Stratner. Da kommt er über Start und Ziel. So, und dann haben wir hier auf der 15 den Micha Würz. Auf der 16 dicht gefolgt. Axel Schweiger dicht gefolgt von Fred Dunkel. Da sind die beiden. Und hier haben wir den Dirk Sassmannshausen. Boah, meine Güte, war das spannend. Ich muss erstmal meine Unterhose auswringen, glaube ich. So, jetzt, ja gut, jetzt kommen die hier alle. So, ich lese die anderen mal einfach nur vor, weil das wird jetzt hier zu unübersichtlich auf der Strecke. Daniel Borowski wird 19. Enrico Herzig 20. 21. für Kurt Mildenberger. Da muss ich sagen, da freue ich mich richtig doll für den Kurt. Das gibt ordentlich Punkte noch, weil der Kurt ist unser ältester Simracer. Der Junge ist 63 oder 64 Jahre alt. Boah, Wahnsinn. Und So, Andreas Braun auf der 22, Micha Wenzel auf der 23, Edgar Ostermann 24, Micha Beetz 25, Yves Lekus 26, Andreas Borde. Achso, und dann ausgeschieden Andreas Borde, Maxi Wolter, Kai Matt, Steffen Streblo, Jürgen Engelhardt und Felix Appelt. Also schade für die Piloten, die wirklich ausgeschieden sind, aber ich muss sagen, da hätte ich schon mit mehr gerechnet. Muss ich ganz ehrlich auch sagen, weil ich sag mal, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es in Laguna Seca aussah, aber ich meinte, da waren auch 3 oder 4 Ausfälle. Und für diese Strecke hier ganze 6 Ausfälle, wobei es den Felix Appelt gleich am Start zerlegt hat, finde ich schon grandios. Ja. Die ersten drei in den ersten 3 Runden ausgefallen. In den ersten 2 Runden ausgefallen. Also ich glaube, der Felix Appelt ist gar nicht erst gestartet. Der steht hier mit 0 in der Liste. Ja. Ja, der steht hinter dem ersten ausgefallen, unter dem Jürgen Engelhardt, mit einer Runde Rückstand. Also kann er eigentlich nicht losgefahren sein. Und der Jürgen ist bis Runde 2 gekommen. Also, ja.
Ja, upsala, Wahnsinnsgeschichte hier. So, naja, das machen wir jetzt mal aus hier, den Streamstart. Und schauen mal, dass wir jetzt hier. Ich muss den Jungs mal gerade eben Glückwunsch schreiben über den Server. Options, Options, Note. So, ich will auch noch ganz kurz aufstehen, direkt wieder da. Man ist halt auch ein So. Vorteil, so ein Abend kommt man gar nicht zum Naschen. Ja, wenn du das öfter machst, wirst du Gelegenheiten finden und dann hast du das nämlich schon rechtzeitig dastehen. Und genau. So, meine Damen und Herren, wir sind wieder in der neuen Session und wir schalten jetzt noch durch ins Warm-up. Das seht ihr dann nicht, aber wir sehen das und freuen uns da auf die neue Startaufstellung, die ich auch gleich verlesen werde. Und ja, der Felix Appelt genau has entered the game. Also ich gehe mal davon aus, dass der irgendwie die Verbindung verloren hat. Start, das habe ich leider nicht gesehen. Sonst hätten wir noch mal einen Restart Warm-up gemacht. Aber wenn er nichts sagt, ist er auch selber schuld. So. Ach, ich sehe gerade, der Julian Siebenbiedel und der René Herzig sind sogar in einem Channel. Ah, nee, waren gerade in einem Channel. Ja, die haben sich da jetzt wahrscheinlich erstmal ausgetauscht. Ja. Jetzt weiß ich nicht so ganz genau, ob's freundschaftlich oder vielleicht ein bisschen ernster zur Sache ging, aber so wirklich Böses habe ich nicht gesehen. Oder hast du irgendwas Nein, gesehen, was nein. ne, das Also war. sagen wir es mal so, der Versuch vom René Herzig in Aras Kass sich dort reinzubremsen. Denke ich mal, jeder ambitionierte Fahrer hätte das auch probiert. Es war Platz da. Gut, die sind Seite an Seite ein bisschen aneinander gerauscht. Gut, sehen wir, das ist Tourenwagen, ne? Also, das passiert einfach mal. Nichts, was man nicht mit einer Politur und einem weichen Lappen wieder wegkriegt. Und der Julian hat dann super gut gegengehalten. Also war ein harter, aber fairer Kampf. Kann man Würde ich jetzt auch nicht so anders sehen. sagen. Ja. Würde ich auch so sehen, ja. So, Ach, wir haben weißt du, eine. ich mag das auch nicht, diese möchte gern Geschichten und bei der Formel 1 zum Beispiel, da kann man sich ja gar nichts mehr erlauben, die dürfen ja noch nicht mal mehr irgendwelche Gentleman-Schimpfworte über den Funk bringen und sonst irgendwas. Leute, ey, zum Motorsport gehören Emotionen und da muss man einfach auch mal einen kleinen Finger zeigen können oder was weiß ich nicht alles. Meine Güte, das ist. Ja, das ist leider Gottes tatsächlich so. Und natürlich ist es, wenn es ein Fahrer, wenn einer der Benachteiligte ist, natürlich hat der Frust. Ne? Ist doch völlig klar. Und dass Hallo. der dann irgendwann mal irgendwie irgendwas sagt, ja, das weiß aber auch jeder mittlerweile, dass das Lutz. niemals wirklich böse gemeint ist und dass Es es ist immer situationsbedingt. ne? Meine, ich kenne das. Mir ist letztes Jahr auch ein Klassenkollege nach 7 Runden wirklich hat er mich Eingang statt Ziel so in die Seite gerammt. Ich konnte dann auf Startziel in den Außenspiegel wieder abklappen, konnte ihn wieder überholen und in der Querspange ist er mir ins Heck gerauscht. Ja, der Frust spielt da einfach mal mit dabei. So, man spricht danach, man entschuldigt sich oder der andere entschuldigt sich, alles in Ordnung. So,
solange man nicht sagt, okay, ich schieße den jetzt wirklich ab, weil, ja. keine Ahnung. Ach, ja. Leute, lasst die Kirche mal im Dorf und ein bisschen Berührung genau. gehört dazu. Genau, genau so sieht's aus. Ja, so, liebe Freunde, wir haben hier eine neue Startaufstellung. Ich erzähle die schon mal so ein bisschen. Der Julian Siebenbiedel steht auf Pol und wir dürfen gespannt sein. Warum, Jens, warum zeigt der Herzig auf Pol an? Guck ja, mal. Das ist jetzt das Warm-up. Das ist jetzt das Warm-up. Ah, das heißt, ich habe die Session neu gestartet und da wird das einfach bunt durcheinander gewürfelt. Nö, ist ja berechtigt die Frage. Also von daher. Und deswegen, das jetzt beim Rennstart, ich kann nur im Warm-up, kann ich in der Simulation die Startaufstellung ändern. Und das erfolgt mittels Bettdatei. Ich habe hier so ein kleines Tool am Server, da stelle ich das um, das geht ruckzuck. Und dann führe ich diese Datei aus und wird die Startreihenfolge neu aufgestellt. Und ja, also Julian Siebenbiedel und Thomas Wickler, erste Startreihe. Zweite Startreihe Marco Meyer und Mike Kolosche. Dritte Startreihe Sascha Landgraf und Achim Krause. Vierte Startreihe für Santo Petrocello und Christian Rückert. Und in der fünften Startreihe stehen dann Robin Hasse und auf Platz 10 Alex Rambo. Genau. Das wird so spannend, das zu beobachten. Genau. Und da werden wir auch von Platz 10 aus, werden wir die Kamera auf das Auto von Alex Rambo richten, um zu gucken, weil dahinter steht René Herzig. Und das ist eine Geschichte, die hatten wir in der Form, glaube ich, sehr selten, weil die beiden normalerweise nicht allzu weit voneinander ins Ziel kommen. Und wenn die dann umgedreht werden, dann ist das, sind die meistens so zwei, drei Plätze auseinander. René Herzig jetzt hier auf Platz 11, direkt hinter Alex Rambo. Und beides unsere absoluten Blitzstarter. Also das, vielleicht sollte man sogar aufs Auto von René Herzig gehen, dann hat man den Rambo auch gut im Blick und kann sehen, was die da am Start zaubern oder nicht. Also das wird sicherlich sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite würde ich auch gerne den Julian sehen am Start, was der da treibt. Aber wenn wir dann umschalten auf die Kamera in der ersten Kurve, dann sehen wir das vielleicht alles. Und ich hoffe, dass es diesmal besser läuft als im ersten Rennen, dass sie sich vielleicht alle gut durch die erste Kurve kommen. Der Glaube ist da, aber wir werden es sehen. Weißt du, Glaube und Hoffnung beim Start bei Rennfahrern, vergiss das mal einfach, das ist. Wie sagte der Lukas Luhr letztens noch auch, oh, ich habe die Lücke gesehen, habe reingestochen, sie war nicht da, Pech gehabt. Genau, sie war nicht da. Das ist richtig, ja, ja. Also übrigens, der Jens, den du heute vertrittst, der hat auch eine Rennserie. Nennt sich Race Day minus Speed Association minus Race Day minus Speed minus Association.de. Ja. Und die Jungs fahren, die in Deutschland ist sie in deutschlandweit die größte Community für Bergrennen, fahren aber auch eine Rundkursserie, also in GT2 Autos. Und cool. Dort ist es ähnlich. Die haben so 20, 22 Fahrzeuge, fahren ein Format von 20 Minuten Sprint und 40 Minuten Hauptrennen. Auch mit umgekehrter Startreihenfolge dann zum Hauptrennen. Und da sind auch ein paar Fahrer, die hier, der Dennis Erner ist dort dabei, der Edgar Ostermann, die jetzt hier auch mitfahren, die fahren dort auch. Und der Jens natürlich auch. Und ich broadcaste das dort und dort ist auch immer eine Hammer-Action. Auch in den 40-Minuten-Rennen ist es wirklich grandios, was die da hinzaubern. Und das ist sehr, sehr empfehlenswert zu schauen. Also ist immer donnerstags und wir haben dann vor 14 Tagen tatsächlich auf einem Donnerstag das erste internationale Bergrennen übertragen, wo die drei größten Communities aus Deutschland, Frankreich und Italien diesen Wettkampf ausgetragen haben. War super interessant, aber es ist natürlich kein Rundkurs. Es ist von der Spannung her, es geht halt um die Zeiten. Ne? Genau. Also man emotional ist man nicht ganz so weit entwickelt dann wie beim, also ich meine, als die Jungs, klar, die Jungs, die da Bergrennen fahren, auch einen ziemlich großen Nagel im Kopf. Positiv ja. dargestellt, aber es ist halt immer die Fahrt gegen die Zeit und man hat jetzt nicht wie eben hier dann den Zweikampf und das direkte Messen mit den Kollegen. Wobei den allergrößten Eisenpfeiler im Hirn haben sowieso die Rallye-Fahrer, meiner Meinung nach. Findest du? Ja, hör mal. Also hab ich früher Jungs, gemacht. Also Rallye, das ist, was die ableisten, das ja. ist schon Wahnsinn. Also, aber witzigerweise so eine Typen. Ja, weiß ich auch nicht, wie der, wie heißt der? Der DTM-Fahrer, der immer beim Race of Champions ganz gut ist. Andy Priot?
Der, nee, nicht der Prio, der ist auch irgendein Skandinavier. Puh. Oder habe ich den jetzt verwechselt, oder ist es tatsächlich ein Rallye-Fahrer? Ja, komm, habe ich jetzt irgendwie nicht auf dem Zettel. Man sollte nicht Dinge anfangen zu erzählen, die man nicht vorher durchgedacht hat. Also Ja. wer recht gut bei Race of Champions als immer dann mit dabei ist, ist ja der Ogier. Der fährt eigentlich immer sehr gut mit. Wobei dieses Jahr jetzt Race of Champions ist ja, ich meine mal ganz ehrlich, ist ja eigentlich so, also ein besseres Drehbuch hätte man ja gar nicht schreiben können, wenn man mal die Formel Ich habe es leider nicht 1-Saison. gesehen. Naja, wer ist eigentlich so am negativsten aufgefallen in der Formel 1-Saison? Aufgrund. Oder? Ich? Nee, Romain Grosjean. Ah, okay. Ja, stimmt. Ach ja, genau. Und der hat aber das Race of Champions jetzt gewonnen. Ach Gottchen, ja. Ja, wirklich, hat den Vettel und auch den Schumi besiegt. Also da muss man schon sagen, also das ist schon interessant. Ich meine, gut, ob ich jetzt wirklich auf so einen Mickey-Maus-Kurs da mit einem R8 hin muss oder mit einem Nesca, ist eine zweite Frage. Aber die Vielfalt an unterschiedlichen Piloten, die da sind, das ist schon klasse. Also hat mal was. René Herzig schreibt hier kranke Scheiße. Also ich darf das jetzt mal hier so sagen. So, irgendwas haben sie mit dem Robert. Wollstratner. Ja, sehr geil. So, Jungs, aber jetzt ist genug hier mit der Chatterei. Auf geht's, Rescue 4. Attention Pilots, Race Car, please proceed to pre-start area Ja, die freuen sich alle, dass sie den Stratner überholt haben. Genau, das ist das Thema hier in dem Chat. Das immediately. ist ja Hammer. Ja. Naja, aber daran sieht man auch, dass die Jungs untereinander auch Spaß miteinander haben und das finde ich immer Definitiv, wichtig. definitiv, definitiv. So, wir gucken mal auf die 10. Die haben Anweisungen, also es ist so, wenn die Session umschaltet jetzt ins Rennen, dann dauert es 30 Sekunden, bis die Boxenampel auf grün schaltet. Und normalerweise ist die Ansage, bleibt bitte so lange stehen und fahrt erst dann los. Witzigerweise, das hast du in allen Rennen gesehen, die sind sowas von fickerig, die Leute, dass die alle rausfahren und dann stehen die alle an der roten Ampel und da stehen da manchmal 10, 12 Autos, fahren sich teilweise noch das Auto krumm, weil sie denken, sie können da durchfahren und dann staut sich da aber alles. Oder schieben den ersten, der vorne steht, über die rote Ampel, der dann disqualifiziert wird. Und dann lauter so Geschichten. Also es ist tatsächlich wirklich Aber witzig. das ist, du bist da, das ist selbst oben auch in der Nordschleife auch nicht anders. Wenn ich überlege, wer da teilweise schon eine Stunde, anderthalb Stunden vor Trainingsbeginn sich vorne an die Ampel hinrollen lässt, die Reifen nochmal runternimmt und dann aufgebockt wird und so eine Geschichten, bloß als um dann wirklich auf eine 25 Kilometer lange Strecke als Erster rauszukommen. Also, ich meine, gut, Naja, okay, wenn es wir ist natürlich einfach so. 100, ja, ich meine, wenn wir natürlich 190, 200 Autos am Start haben, dann ist das schon etwas wichtiger, aber letztendlich ja, eine Stunde vorher, das, ich meine, nächsten Mal haben wir gesagt, stellen wir den am Tag vorher schon dahin. Ja, Dann sind wir auf genau. jeden Fall erst, aber. Ja, na ja, gut, ich meine, die werden ja dann auch im Fernsehen gezeigt, ne? Die zuerst da aus der Dings rauskommen. Also von daher, zumindest im Livestream, ich weiß, eine reine Fernsehübertragung gibt es nicht vom 24-Stunden-Rennen, ne? Oh, doch, Oder? doch, doch, doch. Also auf jeden Fall. Das ist ja wirklich gut geworden in den letzten Jahren. Jetzt kann man über Sport 1 sagen, was man möchte, aber die haben sich da wirklich sehr gut engagiert Stimmt, stimmt, stimmt. Die machen und ja ganz was, ja. bringen da also wirklich viele, viele Stunden. Jetzt müsste da, ich meine, gut, der Peter Kohl und so, die sind schon gut, die Moderatoren, aber es müsste vielleicht noch einer auch dabei sein, der einfach noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen hätte. Wenn man da jetzt zum Beispiel auch Patrick Simon oder sowas mit reinlässt, wäre meiner Meinung nach eine coole Geschichte, weil erstens kommt dann auch so eine, ja, Kodderschnauze mit rein, der einfach auch mal so redet, wie die Schnuss gewachsen ist. Und der dann natürlich auch entsprechend nicht die Namen oder die Teams miteinander verwechselt, was immer mal passieren kann, um Gottes Willen, ne? Bei Aber, 180 Teams oder ah Autos auf alle Fälle, ja ja. klar. So, aber nee, da muss ich sagen, da sind wir auch alle wirklich froh, dass da wirklich das eine oder andere mal gemacht wird. Und seit 2012 hat es auch wirklich mal DSF dazu gebracht, dass wir auch über die VLN-Rennen 1-Stunden-Berichte haben, immer mittwochs bzw. freitags dann nach den Rennen.
Und dass in diesen Berichten auch mal eben spezielle Fahrer, wie zum Beispiel der Jörg Fiebern, der in der V6 immer alleine gefahren ist, auch so ein 4-Stunden-Rennen wirklich alleine, oder eben mal kleinere Teams, auch unser Team wurde da, oh, da steht einer in der Rastplatz, aber das ist... Was macht denn der ich glaube, das ist der Engelhardt da hinten. Ups, wir gucken mal. Ja, vielleicht wartet er, weil er eh hinten steht, oder keine Ahnung. Ja, aber normalerweise... Nee. Ja. Aber, da werden dann eben auch die Teams mal vorgestellt und man kriegt einfach auch mal Onboard-Aufnahmen von den kleineren Autos. Natürlich, klar, die GT3s sind einfach der Burner, das sind die Hingucker, aber wie wir ja auch im 24-Stunden-Rennen-Podcast schon gesagt haben, durch die kleinen Teams lebt das einfach alles. Ja. Und damit man dann einfach mal sieht, was die wirklich so für einen Aufwand da betreiben, finde ich gut und ich hoffe einfach, dass diese Rennserie auch noch meine einer größeren Beliebtheit ist fast ja nicht möglich von den Zuschauern her, aber eben vom Fernsehen her auch noch eine Möglichkeit bekommt, da etwas breiter noch ausstaffiert zu werden. Und weil meine Porsche Supercup und so weiter wird natürlich schon gut geguckt. Ja. Ja, und man darf halt nicht vergessen, wirklich die großen Rennfahrer, alle interessanten, guten Namen, die haben wir da oben in der VLN auch wirklich einmal am Start. Also das ist eine tolle Geschichte. So, jetzt geht's los in die Einführungsrunde. Genau. Ich habe mal, wo ich Einführungsrunde, wenn man Teamkollegen gehabt, der ist auch Porsche Cup gefahren, frage mich nicht, ob Supercup oder Cup, und ist dann auf den BMW umgestiegen und fragte der Teamchef so, Olli, willst du fahren oder soll eben der andere fahren? Und sagte, nee, lass ihn ruhig mal fahren. Ja, und neue Reifen, neue Bremse, alles drauf und fährt Einführungsrunde und schmeißt den Wagen in der Einführungsrunde sowas von weg, dass der richtig kaputt ist und fährt noch, ich sag mal, das sind bestimmt dann noch 7 Kilometer komplett mit dem kaputten Auto zurück in die Box, wo natürlich im Motorkeil Kühlwasser mehr drin war und nix, ja, dann hat es sich richtig gelohnt. Ja. War natürlich auch so ein bisschen zappenduster, aber alle toll. Etwas bedient. Aber auch das passiert in so einem Moment. Weil du bist als Fahrer dann, und das ist auch noch an einer Stelle passiert, wo sehr, sehr viele Zuschauer saßen. Ach, nee, da denkst du nur, um Gottes Willen, lass meinen Arsch hier ganz, ganz schnell verschwinden. ich hoffe, die haben mich nicht erkannt. Da kommt natürlich dann auch mal so eine Kurzschlussreaktion mit rein, wo du einfach nicht mehr nachdenkst. Das passiert dann leider auch. Ja? Also man ist bei diesen ganzen Geschichten vor absolut nichts gefeit. Die Profifahrer sind da natürlich schon ein bisschen abgewichster, keine Frage. Die wissen ganz klar, was zu tun haben, wie sie zu tun haben. Ja, und zum Beispiel Amateurfahrer wissen zwar auch, aber können es halt nicht immer umsetzen. Naja, gut, ich sag mal, also aus meiner Sicht. Sind alles verständlich, was da irgendwie passiert. Wir haben hier auch irgendwie, wenn sich hier in der Einführungsrunde jemand, was weiß ich, den anderen Heckflügel abgefahren hat, haben wir auch gesagt, Leute, lasst doch einfach den Abstand und guckt einfach, was die machen. Aber natürlich, ich kenn's ja, ich bin ja selber gefahren bis 2007. Ich weiß, mit welchem Puls man so eine Einführungsrunde fährt und wenn man da am Start steht. Also das ist einfach, ja, es ist verzeihlich. Auch so bitter, wie es ist für all die, die da sind. Ja, ist, der René, genau, ist der René jetzt dem Alex hinten rein oder hat es noch gereicht? Er hat schon mal die. Ich glaube, ich hoffe, es hat gereicht. Sagen wir mal so, kurzes Hallo sagen ist ja auch mal so winke, winke, ich bin noch da, ne? Also. Genau. Nee, der hat das schon mal soweit geklärt. Also, mein lieber Rambo, du weißt genau, was jetzt hier abgeht. Ach, ich finde das gut. Die Jungs sind nicht. Die Jungs, einfach nur zurück. Das ist, die Jungs sind nicht anders drauf als die echten Fahrer, das passt. Ja, das ist auch mal. Steht der René ein bisschen zu weit hinten? Er könnte eigentlich noch ein Stück vor, oder? Nein, diese Linien oder die haben eine eigene Markierung, die sehen nur die Fahrer und da müssen sie stehen. Alles klar. Diese Linien, die hier gepaintet sind, die stimmen nicht immer hundertprozentig. Alles klar. So. Jetzt sehen wir die Ampel natürlich leider nicht, oder? Doch, die gleich. Wenn alle stehen, die gehen ja bis ganz da hinten. Also wir sind ja hier auf Platz 9, 10, 11. 10 und 11, genau. Da, jetzt kommt's. Genau. Ja, jetzt wird's spannend. Jetzt bin ich richtig gespannt, was abgeht. Oh, guck mal, beide. René kommt gut weg. Herzig kommt vorbei. Ich hab's gewusst. Herzig kommt vorbei an Rambo. Und der
Upsala. Und da fliegt einer mitten rein in die ganze Schose hier. Jetzt müssen wir gucken, was passiert. Das haben wir jetzt nicht zu... Oh, Leute, Leute! Ja, da kann man fast einen Restart machen, oder? Ja, ich bin jetzt fast der Meinung... Der René ist noch vom Alex und vom Hasse, wie es aussieht. Ja, hat sich also behauptet. Es gibt bei uns keine Restarts, egal was passiert. Da flog eine Frontstoßstange. Na, ich glaube, das war schon fast ein Splitter. Ach, guck mal, Rambo hat den Herzig überholt. Ist wieder vorbei, genau. Und Moment mal, ich muss jetzt erstmal gucken hier. Einer Petro, ist raus, Petro Felix Schello. Ist schon wieder raus. Wieso das denn? So, Petrocello hält den Rambo vielleicht ein bisschen auf. Das kann nur für Spannung sorgen. Ups. Wo bist du denn jetzt? Ja, mit der Maus zu sehr gewackelt. Ah, Mann, der geht aber auch gut durch. Gnadenlos. Gut, es ist momentan nur einer draußen. Das ist der Felix Appelt und der ist scheinbar auch wieder gar nicht so wirklich losgefahren. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ja. Also beim Alex sieht man, dass er auch Motorsport-Background hat, denn wie er teilweise reinhält, sagt er ganz klar, das hält das Auto aus, wird sich angelehnt, Feierabend. Ja. Kompromisslos. So, jetzt haben wir den René Herzig, davor den Petrocello und davor müsste dann der Alex Rambo sein. Ja, genau. Und dann kommt der Robin Hasse. Genau. So, vorne Landgraf. Ich hab's gewusst. Ich bin mir aber nicht sicher, wie es passiert ist. Aber Julian Siedenbiedel ist zurückgefallen bis auf die 22. Jetzt der 23, 24, 25. Der wird gerade komplett durchgereicht. Versuch ihn mal zu kriegen. 27. Na, wieso kriege ich ihn nicht? Ja, er ist raus. Ist nee, auch in der Box. In der Box. Der hat sich sein Auto reparieren lassen müssen. Damit er hier nochmal angreifen kann. Das ist natürlich echt der Superhammer. Ich meine aber auch, dass der Wagen gewesen, der ist am Start richtig quer durchgeschossen. Ach guck mal, ist das der Öler oder? Nee, das ist Schweiger. Axel Schweiger. Da. Ja, Jürgen Engelhardt, Michael Menzel ist raus. Jürgen Engelhardt war auch in der Box. Nee, der ist ganz raus. Er ist ganz raus. So, jetzt gehen wir mal nach vorne. Landgraf führt vor Wickler und Krause. Christian Rückert auf der 4, Marco Meyer 5., Alex Rambo 6. Und da gehen wir jetzt mal hin. Weil da, wo der ist, ist Action. Und das kann man laut sagen. Jetzt können wir mal beobachten, wie der sich hier im Gegner zurechtlegt. Der hat vor sich den Marco Meyer. Krause fährt schnell zur Rennrunde. 1,34,856. Na, außen wird das ja nicht probieren. Nee, er hat einen anderen Reis gewählt. Wollte dann eigentlich, er dachte, dass er links vorbeikommen könnte. Wird er jetzt aber vielleicht auch gleich links an... Ach nee, zu früh, okay. Ja, das sind Hammerbilder. Ja. Na, wenn er das jetzt mal hinterher pin probiert, so dicht wie er dran ist. Nee, ist schon wieder zu weit weg. Ja, wird ihn gleich versuchen auszubremsen. Ja, das Problem ist, er muss irgendwo neben ihm kommen. Weil, ja, ja, vor, ja, unten bei der Hafenschikane wird das jetzt gleich probieren. Außer der Meier fährt ja, gut innen rein. Ja, er blockt. Sehr gut. Ja, genau. Sauber. Sehr schön. Nichts zu machen. Reißt ein bisschen ab. Guck dir das an, der schiebt den ja förmlich über die Strecke. Stoßstange. Aber guck mal, der René Herzig hat auch ein bisschen abreißen lassen. Der Robin Hasse ist vorbei, so wie ich das jetzt eben noch gesehen habe. Ja, richtig. So. Leider haben wir dann zwischen Platz 21 und 22 einen ziemlichen Knick. Ansonsten ist eigentlich alles beieinander. Da sind 30 Sekunden dazwischen. Jetzt nimmt der Robin Hasse gleich den... Ach, ich kann mir den Namen nicht merken. Alex Rambo, oder? Nee, den Sandro Petrocello. Ach so, ja, okay. Zur Brust.
Aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt mal ganz dringend auf die Position 25 gehen. Der Mike Kolosche macht hier richtig Alarm. Den hat es mich auch irgendwie erwischt. Der war ja auch deutlich weiter vorne. Ja, den hat es mit Sicherheit erwischt in dem ganzen Unfallcrash. Dem fehlt auch schon... da ist er. Vorne das ist, fährt... das ist der Dirk Sassmannshausen, wo der Scheinwerfer fehlt. Genau. Mhm. Also, es ist völlig wurscht, wo man hier hingeht. Es ist überall richtig was los. Guck mal, die Viererhaupt-Gruppe da zu viert den Berg hoch. Ja, das ist doch ein Brüller. Yep. Steven Biedl fährt die schnellste Rennrunde. Ja, das, da kann er sich aber nur leider überhaupt nichts verkaufen. Eieieiei, was wird der sich ärgern? Was wird dann? Ui! Oh. War erst ein Anhänger da, da war er nur noch Passagier im Auto. Aber Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert, aber trotzdem fighten die hier, als würden sie in einem gepanzerten Auto sitzen. Naja, sagen wir mal so, der Käfig ist schon recht stabil. Das ist richtig. Um die Schleudertraum mache ich mir auch nicht so wahnsinnig. Traumata mache ich mir auch nicht so wirklich die Sorge. Sandro ist jetzt auch wieder näher rangekommen. Das heißt, ich denke, der Marco Meyer hält den Trupp jetzt so ein bisschen auf, aber ist auch sein gutes Recht. Er ist vorne, er kann seine Nase fahren und das passt. Ja. Guck mal, wie eng das ist. Der Wissen, Alex oder? Hängt dem auf der Stoßstange. Wahnsinn. Jetzt versucht. Nee, er versucht es nicht. Er könnte jetzt nur innen rein. Ja. Nee, passt aber nicht. Keine Chance. Doch schön zu sehen, dass wirklich alle diese Welle überfahren. Sie ist wirklich auch hier in der Simulation auf dieser Strecke extrem heftig. Ich glaube, so schlimm ist sie gar. Oh, jetzt hat er ihm. Jo, ich glaube, da hat er ihm mal so kurz einen Stupser gegeben. Da schauen wir nochmal, wie das jetzt hier... Oh, das geht so weit zurück. Oh, pop, 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 pop. Das sieht jetzt hier ein bisschen komisch aus. So, jetzt geht's hier runter. Und wir jetzt wird's interessant. Ja. Genau, und jetzt werden wir mal schauen. Ah, da kriegt der Alex aber auch einen kleinen mit. Ja, ich ja, da hatte, ja, dann, ja, dann so einen kleinen. Ganz, hat ganz klein. Hier mitgegeben. Ja. Ja, und da geht er etwas nach rechts. Und Alex zieht da innen rein. Gut, das muss er mit sich selber ausmachen, beziehungsweise hinterher mit den Stewards. Aber ich denke mal, das geht noch als Aktion durch. Also, wäre ich der Marco Meyer, würde ich mich jetzt ärgern. Ja. Aber andererseits sehe ich auch, okay, den hätte ich nicht auf Dauer halten können. Also irgendwann wäre es passiert. Und das ist jetzt an der Stelle gewesen, okay, ich habe einen Stupser gekriegt, aber es ist alles wimpflich abgelaufen. Also meiner Meinung nach, that's racing. Ja, würde ich auch so sehen. Wir fahren ja hier nicht irgendwie mit Oma zum Kaffee oder zu Opa Strack zum Mozzarella-Brötchen. Oh, der Robin Haas ist am Sandro dran. Und zwar ganz, ganz dicht. Einmal hin. Upsala, jetzt geht das hier wieder nicht. Jetzt haben wir ihn. Und der, ich glaube, der René hat sich, der guckt sich das von hinten an. Der wartet bleibt, jetzt noch. Dem bleibt erstmal gar nicht viel anders über. Nee. Immerhin ist er. Angelegt, ja. Immerhin ist er jetzt schon mal auf 9. Da, ich glaube, da würde einiges für geben, dass er das hätte auch im ersten Lauf sein dürfen. Naja, er hat ja auch alles probiert. Ja. Der Mike wird sich jetzt, der Kolosche wird sich auch so ein bisschen in den Allerwertesten beißen. Das kann ich dir sagen. Hier der An. Hey. Also er war schon fast daneben. Fahren der Marco heißt er, ne? Ja, Marco Meyer und der Sandro fahren die in einem Team? Ja. Wegen Porsche Design, ja, okay. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Punkt. Könnte, ich weiß ja nicht, ob es den Teamchef da gibt, aber normalerweise sagen, lass den Sandro vorbei, der ist schneller. Und spiel mal ein bisschen Absturz. Ja, spiel mal ein bisschen Massa. Ah, okay, Michael Wirz meldet Punkt, voll den Einschlag und Platten. Ja, er ist raus. Also hat leider einen Plattfuß, was natürlich zeitentechnisch hier richtig daneben ist, weil
Ja, da kannst du nicht mehr machen. Ja. Er kann ja noch nicht mal abseits der Ideallinie irgendwie versuchen, in die Box zu kommen. Irgendwo ist er immer auf der Ideallinie. Weil es gibt halt nur eine Linie, auf der man überhaupt fahren kann, auch mit dem Plattenreifen. Natürlich kann man die ein oder andere Stelle ausweichen, aber auf dieser Strecke hier ist es das Vernünftigste wirklich. Ja, du verlierst gut erstmal mindestens eine halbe, dreiviertel Runde, bis du dann in der Box, gut, je nachdem wo es ist, ne? Aber ja. Von der Zeit und dann noch die Standzeit, also dann machst du nichts mehr. Nee, fürs Rennen wäre es was gewesen, weil er ja schon ziemlich weit hinten war. Aber ich bin mal gespannt. Die Jungs werden das sicherlich auch wieder aufgenommen haben. Da wird dann auch der Startcrash sicherlich mit drin sein. Das wollen wir uns einfach mal angucken, weil das wird interessant. Ja, ich denke mal, Mr. Rambo ist weit weg, ne? Der ist schon nach vorne. Ne, der ist immer noch auf 5. Also der ist ja, aber Meier vorbei, aber jetzt muss er erstmal an Christian Rückert vorbei. Ja, ich meinte, von der Truppe hat er erstmal die Flucht nach vorne eingeschlagen und hat gesagt, ja. So, ja, guck mal. Ja, der hat erstmal freie Fahrt bis hin zu Christian Rückert. Jetzt gehen wir auch mal wieder in die vordere Bereiche. Genau, weil da ist es ja eigentlich das Wichtigere. Der Rückert wird verfolgt vom Rambo, ja. Noch hat er ein bisschen Luft, aber Rückert ist halt dran an Achim Krause. Und Rückert hat tatsächlich die ersten Vorbereitungsrennen, die wir hier gefahren sind, unter anderem auch in Portimao, richtig, wir sind Surfers Paradise gefahren. Was ein Spaß. Ist ein Spaß, wirklich. Also diese zwei Schikanen da, also daran mit Jens haben wir gewettet und ich glaube, ich habe unter 10 gewettet und er über 10, er hatte gewonnen, weil 12 sind ins Ziel gekommen oder so. Das war wirklich ein Schlachtfest, ein Freudenfest für den Porsche-Vertrieb. Und die haben da wirklich Teile verkauft ohne Ende, wenn nicht sogar ganze Autos. Also es war wirklich grandios. Und der Rückert hat dort alle Vorbereitungsrennen gewonnen. Hey. Allerdings war... Ja, muss er aufmachen. Jetzt darf er. Ja. Gut. Ja, wie gesagt, wenn er zu schnell durchgeht, kriegt er vom Spiel eine Strafe. Also das ist tatsächlich, wenn er Zeit gut machen würde, würde er vom Spiel eine Drive-Thru kriegen oder sogar eine Stop-and-Go. Ja, das habe ich bei meinem Üben auch schon gemerkt. Das war jetzt, hat er irgendwie die Bande touchiert, Auto quer gekommen, aber noch ist alles gut. Gut gefahren. Aber jetzt wird's. Obala. Was war das jetzt? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Irgendjemand fällt hier gerade zurück. Oh, da hat. Ich glaube, das war eine Überrundung, oder? Das ist hier. Achim Krause. Achim Krause, genau. Ja. Meine ich doch. Was ist da denn passiert? Das müssen wir uns jetzt auch nochmal angucken. Wir gehen jetzt mal zu dem Achim hin. Drücken mal die R-Taste. Hier ist er noch vorne. Und wir holen uns den mal ein bisschen näher ran. Nee, nicht weiter weg, sondern näher ran. Unser Simrest TV Heli, der ist hier super mutig. Ja, der ist cool geflogen. Ja. Und ich denke, jetzt beim Rausbeschleunigen. Ja, der hat den überrunden hinten kurz berührt. Der hat nicht damit gerechnet, dass der langsamer fährt. Ja. Das war ein pures Missverständnis. Ja. Ärgerlich. Ja, zwei Plätze verloren. Ja. Und fast unaufholbar. Also gegen Rambo und Rückert sich die Plätze zurückzuhalten, das halte ich eher für ausgeschlossen. Aber jetzt haben wir den Rambo auf 4. Und der Landgraf vorne dreht seine Runden. Richtig. 1,5 Sekunden Vorsprung auf Thomas Wickler. Wickler und dann... Nee, Rambo auf 3 schon, ne? 4. Rückert ist auf 3, Rambo auf 4. Hier siehst du es nochmal eingeblendet. Ja, genau. Wir waren ein bisschen heftig über die Abweiser, haben ein bisschen Zeit verloren. Rückert fährt im realen Leben auch ein 991. Ja, das ist auch, fährt ein 991. Schön. Ist ein Porsche-Freak durch und durch. Der Alex, muss ich sagen, der hat die Karre gut im Griff. Definitiv. Also es gibt kaum jemanden, der den so beherrscht, der wirklich mit dem Auto macht, was er will. Ja, und hier gibt es auch wieder leichte Berührung, aber das ist hier wirklich fast unmöglich. Also in dieser Passage würde ich sagen, kann nur einer wirklich verlieren. Also nicht eine Position, sondern das Auto. Hier würde es gehen. Aber er müsste jetzt schon, also ich meine, er fährt schön aggressiv.
Aber da müsst ihr jetzt also schon bald aufpassen, weil er sehr, sehr viele Kontakte hat. Nichts Erhebliches, ne? Ja. Aber irgendwann werden die Stuarts natürlich sagen, hier, pass mal auf, halt dich mal ein bisschen zurück. Ja. Das kommt dann über den Teamchef und sagt, bremst dich vorbei, ist in Ordnung, aber nicht immer anstupsen. Aber ganz großes Kino, was die beiden machen hier. Ja, definitiv. Ja, und es ist, wir haben noch 10 Runden. Ja, den packt er sich. Ich wäre vorsichtig, also die werden wahrscheinlich, also wenn er irgendwie vorbeikommt, sicher, aber dann nur mit einem Fahrfehler von Rückert. Also den so einfach zu überholen, halte ich für fast ausgeschlossen, weil die sind schon... Naja, der Rambo ist schon ein bisschen Ausnahmefahrer, das muss man sagen, aber der Rückert ist halt auch wirklich mit allen Wassern gewaschen und fährt seit Jahren hier. Der weiß, was er tut und ist halt auch wirklich richtig gut unterwegs. Also da jetzt mal einfach so vorbeizukommen, halte ich auf dieser Strecke für ausgeschlossen. Also da muss Rückert einen Fehler machen. Und ich glaube, du hattest das gestern auch gesagt, Spiegel rangeklappt, weggeklappt, ja. Oben weggeklappt, alles weg, bloß nicht nach hinten gucken und einfach fahren. Diese Abstände an. Es ist grandios. Es ist wie beim Nesca. Ja. Ich bin einmal, wann war das denn? Ich muss mal kurz, 99, genau, da war ich in den Staaten. Ja. Und da bin ich in Florida auch mal so Nesca gefahren im Oval. Echt? Ja. Und hatte mir meine Frau geschenkt und zwar nicht lange, ne? Ich weiß nicht, 25, 30 Runden oder sowas. Ja. Also richtige Runden und vorher hast du fünf Runden, also erst Theorie und alles und fünf Runden so gekriegt und dann ich meine, es sind nun mit Sicherheit nicht die aktuellsten gewesen oder mit voller Motorleistung, aber das war schon mal was ganz, ganz Tolles, so überhaupt so durch ein Oval zu fahren. Ja. Und das Interessante war wirklich, guten Rutscher gehabt, das Interessante war wirklich, dass du auf der Geraden gegenlenken musst, damit die Karre überhaupt geradeaus fährt. Ja. Also, das war schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber der Sound ist natürlich, du sitzt da drin cool, und du hast, ja, die, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber die vibrieren so dermaßen die Eier dabei, das ist Hammer halt. Ja, das glaube ich wohl. Ja, nee, die haben, also ich habe früher, als das noch auf Eurosport kam, ich habe mir jedes Rennen angeguckt. Und ich kannte sämtliche Fahrer und die Nummer 66, Rusty Wallace, war mein absoluter Favorit. Nur leider, immer wenn ich geguckt habe, hat der irgendwelchen Mist gebaut. Und da ich ja immer geguckt habe, war die Saison nicht so wahnsinnig erfolgreich für ihn. So, und wenn die diese Kameras da diese festen Kameras da, und die haben die dann stehen lassen, das Bild stehen lassen, und die sind da alle vorbeigedonnert. Also einen besseren Sound gibt es überhaupt gar nicht. Also das ist so krass. Ja, das stimmt. Michael Wirtz, ich muss sagen, ja, ich habe ja gesagt, Entschuldigung für das, was ich jetzt gleich sage, grad, das, was ich gesagt habe, ist aber nicht jugendfrei. Ja, ja. Gut. Ach, wer soll sich so anstellen? Soll die Kinder vom Fernseher weglassen? Ja, gut, aber das sind die zukünftigen, ne? Ja, richtig. Ja, dann wissen die wenigstens schon, was ihnen blüht und was genau. Das kannst du ihnen ja erklären jetzt. Geh mal deinen Kindern erklären, was das ist. Michel, ich weiß, dass das nur Spaß ist. Keine Panik. Ja. Also, es ist ein sehr, sehr schöner Fight. Also, er probiert es, er versucht ihn. Ja, aber schau mal, der macht den Christian Rückert schon ein bisschen nervös. Also, kannst du sagen, was du willst. Ja, aber es ist immer noch so, dass Rückert die Karre so weit im Griff hat, dass Rambo nicht vorbeikommt. Ja. Vor allen Dingen, dass wenn es fair zugeht und er wirklich den Wagen auch immer ein bisschen quer hat, der liebe Rückert, ne? Dann ist es natürlich für den Nachfahrenden umso schwerer vorbeizukommen, weil ja wieder ein halber Meter Strecke fehlt. Ja. Oh, jetzt hier Rückert deutlich besser durchgekommen. Rausgekommen, jetzt, ja, genau. Jetzt fehlen da wieder ein paar Meter. Aber schau mal, zwischen Landgraf und Wickler, ja, ne? Auch nur... 1,6 Abstand. Richtig. Aber hier sind wir wirklich im Zehntelbereich. Ja. Wie gesagt, wenn die unter Null, ich habe das hier, ich habe die Echtzeitabstände, die Echtzeitgaps habe ich hier im Blick. Und wenn das. Solltest du werde ich dir die Software mal geben.
Nee, ja, genau, dann bin ich hier der Tabellenmann, ne? Ja, genau, genau, wenn ich dir vorlese, weil dann hast du das besser im Blick und wenn zwei darauf gucken, dann ist das auch immer besser, weil ich alleine übersehe natürlich dann immer, zum Beispiel der Andreas Borde ist auch nur an 15 dran an dem Maxi Wolter und der Julian Siebenbiedel ist mittlerweile schon auf die 20 zurück. Aber jetzt guck mal, wie eng. Ja, und jetzt Alex. Ist das, jetzt... Nee, da kannst du in nicht vorbei. Das ist fast unmöglich. Ja, durch die Fliehkraft, die du nach außen hast, also. So, jetzt geht's. Was haben wir da? Überrundung? Ja, jetzt stehen Überrundungen an. Ja. Ja, das ist dann nochmal so der. Ja, das ist Enrico Herzig. Upsala. Da gibt dann eine mit. Und nochmal einen. Ja. Sind das Brüder? Vater, Sohn oder? Herzlich. Nee, sind Brüder. Sind Brüder, okay. Ja, ja, ja. Hättest du vermutet, ich denke mal, Monza bist du schon gefahren? Motorrad. Ja, Motorrad. Hättest du vermutet, dass du mit einem Porsche in der Parabolica außen überholen kannst? Also mit einem Porsche hätte ich das wahrscheinlich nicht versucht, also sei es jetzt mit einem BMW oder sowas schon. Je nachdem, also, wie man halt rauskommt, aber wenn du das so fragst, dann denke ich, hat das jemand gemacht. Der Landgraf hat das letzte Saison zweimal gemacht in diesem Rennen. Zweimal außen überholt. Jetzt stupst er wieder an. Geglaubt. Ja. Ja, das ist aber der Alex, das macht er immer so. So, glaube aber, er hat das wirklich auf dem Gasfuß. Also guck dir das an, er schiebt den wirklich. Ja. Aber es ist immer so, dass das Auto nicht beschädigt ist. Rückert hat noch keine Delle hinten drin. Und ab einer bestimmten Stärke hast du hinten wirklich eine ziemlich starke Delle im Auto. Also das ist alles noch und Rückert hier mit Verbremser. Jetzt müsste er vorbeikommen. Jetzt könnte es sein. Kampflinie, ja. Keine Chance. Kann er nichts machen. Rambo kann nur darauf hoffen, dass es hier im Rahmen einer Überrundung da nochmal klappt, dass Rückert auch irgendwo auf die Bremse muss, wo er vielleicht außen vorbei kann. Ja Junge, was die hier machen, das ist ja nicht normal. Der Rückert, glaube der, und vor allem die können hier auf der Strecke keine Lichthupe benutzen, das ist ganz, ganz gefährlich. Jetzt wird's interessant, jetzt wird's interessant. Ah, gut, ja, gut, nee, Glück gehabt. Immer noch. Witzigerweise hat Rambo die Beule hinten im Auto. Sorry, liebe Zuschauer, wenn wir hier uns auf diesem Duell so ein bisschen fest... Also Edgar Ostermann, da gehen wir jetzt einfach mal hin. Wahrscheinlich überholt dann in der Zeit Rambo. Edgar Ostermann macht hier gerade dasselbe, ist jetzt bis auf die 12 zurückgekommen, hat endlich auch mal ein richtig geiles Rennen, ist dran an Andreas... Robert Stratner, an The Wall. Oh, jetzt müsste er ihn haben. Nicht. Stratner fährt Kampflinie und er kann hier maximal außen und da wird es oben nicht mehr reichen. Der Stratner hat erstmal Stein und Zement rausgeholt und hat die Mauer ein bisschen breiter gemacht. Also auch hier das Gleiche. Also ich kann sagen, Rambo ist immer noch hinter Rückert. Wenn auch nur mit 2/10, aber das ist hier auch nicht mehr auseinander. Wow! Die hatten das Güter gerade gestellt oder so. Ich weiß es nicht. Ja, was ein Irrsinn. Was ein Irrsinn. So, jetzt haben wir die beiden hier gezeigt. Jetzt gucken wir mal. Steffen Streblo, 17. Ja, der ist auch nochmal. Hier geht die zu dritt durch die Tour. Zu dritt? Und da erwischt den Maxi Wolter. Micha Betz hier vorne dran führt die Gruppe an. Der Pechvogel vom ersten Rennen. Momentan sieht der Wagen noch heile aus. Ja. Und hier hinten ist das mit der Action dann immer noch mal ein bisschen heftiger. Rambo ist vorbei. Rambo ist vorbei. Dann gehen Rambo wir mal ist dahin. Genau. Und dann gucken wir mal, ob es denn jetzt fertig drückt auch noch das Auto. Das gucken wir uns jetzt gleich noch mal an. Hier ist es noch anders. Das ist jetzt, wir sind jetzt im Replay. Ja, überbremst. Überbremst, jetzt weiß ich nicht genau, hier hat es einen kleinen Stupser gegeben, aber der war schon sehr früh. Nein, also das hier hat mit dem Bremsmanöver nichts zu tun. Hier hat er jetzt überbremst, er kommt leicht quer. Moment, ja, oder kannst kurz du... Moment, ja, da, warte mal, da, ich weiß ja, nicht, da, ja, ne? Ich will mal gucken.
Nee, das war Eigenschuld. Nein, da hat der Alex nichts mit zu tun. Hier geht er jetzt vorbei und ist durch. Und das war aber ein richtig hart erkämpfter, hier und da mal ein bisschen Maniküre gemacht am Heck und hat sich dann vorbeigetankt. So, jetzt gucken wir mal noch, was mit Rückert hier passiert ist. Leider leckt das hier jetzt in der Kurve. Ja, tut mir leid, da können wir, müssen wir wieder live gehen. So, und wer fährt hier so schön langsam? Das ist der Keimat. So. Mal gucken. Ach jetzt nee, das ist der Wickler, ne? Der ist am Wickler schon dran. Ja, aber da hat er, glaube ich, noch ein bisschen. Nee, das kann doch noch nicht sein. 1,1 Sekunden, ja, da genau. Ist er 1,1. Richtig. Aber wir haben hier. Drei Runden noch. War ich denn gerade? Auf der 20. Nee, das hat sich erledigt, der Zweikampf. Gerade eigentlich. Dann gehen wir nochmal auf die 11. Da ist nämlich Oetker Ostermann immer noch am Fighten mit Robert Stratner. Stratner macht sich breit. Alles fair. Ja. Kurz angelehnt. Ja, und hier muss er wieder zurückstecken. Ja, das ist das. Ah, so hat er sich den Namen verdient. Und kann der aber guck mal, davor die. Der. Ist das der René? Auf Position 10. Hängt er immer noch auf 10? Ja. Die hängen nämlich auch. Vorbeigekommen. Mhm. Ja, die hängen nämlich ganz dicht beieinander. Mhm. Genau. Da ist er hier am Fighten mit dem Dennis Erner. Das ist das ehemals Ido Motorsport. Also die haben jetzt hier umgepaintet. Sieht besser aus. Ja. Entschuldigung. Dankeschön. Dankeschön. Also ich habe mich sehr, sehr lustig gemacht über den Skin. Also das erste Mal, ich wusste nicht, dass die Dinger in der Realität mal raus rumgefahren sind. Aber eigentlich eher gelb-schwarz waren die, also. Ja, ja, die hatten ja auch einen gelb-schwarzen, die hatten ja mehrere Autos und der eine war halt grün-schwarz und die Dinger sahen wirklich so böse aus. Ja, nicht Lichthupe geben und dann in die Wand fahren, das ist blöd. Das hat er jetzt wahrscheinlich gemacht wegen der Überrundung. Der macht da jetzt auch schön Platz, hoffentlich. Und jetzt hat er das hier genutzt mit der Überrundung. Ja, hat er. Na, Leute! Doch, passt. Ja, aber Erna musste ein bisschen auf die Bremse gehen. Ja, musste er. Musste. Hat sich sachlich vorbei. Ja. Irre. Ich dreh durch. So. Wickler und Rambo sind noch 0,3 auseinander, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja. Oder was sagt deine Zeitentabelle? Ja, der ist dran. So, ein neues BMS gegen Fastlane. Rückert war auch Fastlane. Rambo ist mehr oder weniger jetzt im Fastlane-Sandwich. Jetzt können die natürlich sagen, jetzt könnte der Rückert sagen, bremst den mal so ein irgendwo, dass ich richtig rankomme und dann gucken wir mal, vielleicht komme ich ja an ihm vorbei. Und Rambo ist schon wieder am Schieben. Ja. Richtig. Aber richtig am Schieben. Ja. So, wir machen, nimm mal die Kamera hier. Ist halt die Frage, ob man sich so immer Freunde macht. Gut, es ist ein Infight, aber irgendwann immer nur schieben. Ups, und Wickler hier mit. Und genau das ist passiert, was ich. Mach mal was, halt den mal auf und ich bin wieder durch. Ja, das war so, und somit ist er jetzt auf Position 2. Nee, ist er wieder Dritter. Rückert ist ja vorbei. Ja, ich sag ja, Rückert ist auf 2. Achso, genau. Und er schiebt den schon wieder. Er schiebt den schon wieder an. Ja. Und wieder. Ja. Ja, das ist jetzt wirklich ein bisschen ich meine jetzt er hat jetzt mit Sicherheit auch einen richtig dicken Hals, keine Frage. Ja. Aber nichtsdestotrotz ab einem gewissen Grad finde ich, muss man auch aufpassen. Ja, wieder angeschoben, ganz leicht. Das ist nichts wirklich super gravierendes, ne? Aber jetzt war er noch nicht dran. Doch, da ist er. Nein, das war noch keine Berührung. Jetzt noch nicht. So, da kommt er besser raus. Letzte Runde. Jetzt geht's drum. Richtig. Der Sascha Landgraf vorne fährt höchstwahrscheinlich seinen ersten Sieg der Saison wieder. Endlich mal wieder einen Sieg ein. Ja gut, jeder, der hier gewinnen würde, außer irgendwo, würde hier einen ersten Sieg fahren. Ja. Zeig ihn doch mal eben kurz, weil ich denke, der geht, oder? 5 Sekunden. Geht gleich. Ja, der geht noch hier durch die Hafenschikane, aber den nehmen wir uns jetzt tatsächlich mal. Das hat er sich verdient. Ja, sehe ich auch ganz so. Ganz klar. Und da hinten wird gefightet zwischen den beiden anderen.
Wir gehen noch einmal kurz hin und ich denke mal, Rambo wird sich jetzt damit abfinden müssen. Glaube ich noch nicht. Nee, wird er sich nicht, aber er wird ich glaube auch, der wird genau hier, wo der Sascha ja. Landgraf jetzt ist, noch eine Aktion reiten. Ja, wollen wir mal gucken. Es reicht nicht. Nein. Es reicht nicht. Herzlichen Glückwunsch für Sascha Landgraf. Großartiges Kino. Platz 2 geht an Christian Rückert. Platz 3 an Alex Rambo. Platz 4 an Thomas Wickler. 5 Sandro Petrocello. Platz 6 Marco Meyer. 7 ziemlich enttäuschter Achim Krause, glaube ich. Aber gut gefightet da vorne, die Jungs. Klasse. René Herzig wird... Oh, wie sieht denn die Seite aus? Was hat der denn noch abgekriegt? Aber, Mann, der dürfte ja gar keine Luft mehr kriegen da drin. René Herzig auf 8. Dennis Erner auf 9. Nein! Was ist denn hier? René Herzig wird... Robin Hasse wird noch 8er. Was haben wir denn da jetzt verpasst? Robin Hasse 8er, René Herzig 9er, Dennis Erner 10er, 11 Robert Stratner, Edgar Ostermann ist nicht mehr vorbeigekommen auf Platz 12, 13 Andreas Oehrlich, 14, jetzt müssen wir erstmal zur 14 hin, genau, sind wir da jetzt wirklich? Borowski? Hier ist die 14, ja genau, Daniel Borowski, Fred Dohnke wird 15, Julian Siebenbiedel kommt noch in der letzten vorbei. Oh, da hat ihn einer gedreht? Ja, richtig. Ah, wartet. Ja, Maxi Wolter wartet. Wartet, aber fährt jetzt über Stadtziel. Okay. Fährt jetzt trotzdem drüber. Maxi Wolter 16. Ja, den Julian hat es nochmal erwischt. 17 Steffen Streblo. 18 Andreas Borde. 19 Julian Siebenbiedel. Jetzt gucken wir uns mal das Auto vom. Ja, der steht in der Box. Oh, der hat einen Hals. 20 Micha Beetz. Da haben wir ihn. Da ist auch nicht mehr so viel Original an dem Auto. 21 Dirk Sassmannshausen, 22 Enrico Herzig, der fightet hier noch, oder? Ne, die sind durch. Mhm. Axel Schweiger, 23, 24 Kai Matt, 25 Andreas Braun, 26 Yves Mlekus und auf der 27 der Kurt Mildenberger, auch ein bisschen blinzelnd auf einem Auge und ja, und danach ausgefallen. Diesmal nur 5 Autos. Mike Kolosche, Micha Würz, Jürgen Engelhardt, Micha Wenzel und Felix Appelt. Denke mal, da hängt das auch mit der Startkollision zusammen. Direkt nach der ersten rechts, nach der Johnny Walker-Geschichte, wo es diese Massenkarambolage gab. Und ja, aber nichtsdestotrotz 5 Autos bei so einem Rennen, das ist nicht viel. Und herzlichen Glückwunsch an Sascha Landgraf, den wir auch hier jetzt nochmal sehen. Ganz, ganz tolles Rennen gefahren. Und ja, das muss man erstmal nachmachen. Genau. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen weg. Das hier auch schön sehen. Genau. Meine Herren, so, die Herrschaft sollten jetzt so langsam in unseren Channel kommen hier. Und als Abschluss auch genau das richtige Statement. Sag ja zum Ring. Genau. So habe ich mir das gedacht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir hätten gerne den Alex, den Robin und den Christian Rückert hier im Channel für den ersten Lauf. Und wir hätten gerne dir nochmal den Alex und den Christian Rückert und den Sascha Landgraf. Also 4 Leute hätten wir hier jetzt mal ganz, ganz schnell und gerne. Sascha ist da. Sascha, herzlichen Glückwunsch zum Sieg im zweiten Lauf. Klasse Sache. Ja, danke schön. Mensch, Sascha, wie ist dir jetzt so nach... Wie lange ist dein letzter Sieg her? Ich hab's jetzt nicht im Blick. Ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich letztes Jahr auch hier gewonnen habe. Und ja, also... Ich glaube, die Strecke liegt mir ein bisschen. Ja, also, ja, naja, gut. Also zumindest jetzt hier... Aber jetzt mal zum ersten Lauf. Ich meine, warst du da vorne? Hast du da mitgekriegt, was da abging? Nicht wirklich. Also ich war mit Achim ja die ganze Zeit zusammen gewesen. Ja. Wir also hatten einen Sandro vor uns. Ja. Wir haben Sandro vor uns gehabt, aber was dann weiter vorne los war, keine Ahnung. Ja. Nee, so, jetzt sind alle da. Alex, genau. Axel, Christian, also vielleicht Sascha haben wir gerade gratuliert. Natürlich dann dem Alex auch für den ersten Lauf. Herzlichen Glückwunsch.
zweiten gut gefightet, gut angestupst, gutes Rennen. Genau, genau, genau. Ja, Alex, fangen wir mal mit dir an. Lauf, also Platz 1 und 3, erstmals kein Doppelsieg. Alex, muss ich mir Sorgen machen? Muss ich irgendwie einen Fürsorger oder sowas vorbeischicken oder wird's gehen? Nee, werden wir verkraften. Also, nee, Quatsch. War absolut in Ordnung heute. Also, aus dem zweiten Lauf noch so viel rauszuholen, war für mich mehr als in Ordnung heute. Und man kann nicht von ausgehen, dass man von 10 startet und Erster wird in Monaco. Von daher war Ziel, okay, guckst du mal, wie der Start war. Der Start war mehr als beschissen. Und ja, Ziel war dann irgendwo versuchen, noch in Richtung Podium zu fahren. Und ja, hat funktioniert. War ein schöner Fight zum Schluss mit Christian und mit Thomas. Ja. Und es ist einfach schwierig hier. Du kannst noch so schnell sein, du kommst einfach nicht vorbei hier. Und dann musst du noch cool bleiben und überlegen und wo und wie. Ja, schwierig. Aber war trotzdem geil. Hat Spaß gemacht heute. Ja, also wie gesagt, wir haben natürlich ein bisschen über dich hergezogen, ob deiner ganzen Anstupser so, die du da, das war ja eher Nesca-Fahren, also es war ja eher Anschieben als Hinterherfahren. Ja, war teilweise schon eine Schieberei, da hast du recht, aber für mein Dafürhalten war alles in Ordnung und war noch im fairen Rahmen. Und ja, du musst halt versuchen, den Gegner ein bisschen nervös zu machen. Und ja, bei Christian hat es funktioniert, bei Thomas auch, aber dann kam der Dreher von Thomas und Christian war ruckzuck wieder vorbei und dann hast du keine Chance. Dann waren noch 2 Runden und vorher beißt du dir schon 6-7 Runden die Zähne an ihm aus und dann brauchst du nicht versuchen, noch eine Waldaktion zu reißen oder so und dann musst du den dritten Platz mitnehmen. Du warst ja im zweiten Lauf recht witzig. Du warst ja eigentlich vorbei an Christian. Und wir haben dann im Livestream gesagt, nachdem du an den Thomas ranfuhrst, wenn der Christian jetzt sagt, Thomas, bremst den mal irgendwo aus und ich komme dann, stech dann so wie auf der Autobahn, weißt du, wenn du rechts überholen willst, so, ne? Ja. Wenn du mit 2 Freunden unterwegs bist, ne? Oder mit einem Freund unterwegs bist. Der Thomas hat den Massa gemacht. Ich fand das cool. Genau, 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 genau. Ja, und Thomas macht dann wirklich diesen Fehler und Christian schlüpft wieder durch. Also was hast du in dem Moment? Also ich meine, hat man da ein Messer zwischen Zähnen oder sagt, ja, verdammt nochmal, das hätte jetzt passen können und jetzt steht der da im Weg und der Rückhalt kommt auch noch wieder zwischendurch. Ja, die Situation kannst du im Moment nicht ändern. Thomas war einfach ein bisschen spät dran und hatte da den Quersteher und ich denke, war auch nicht mit Absicht. Das wäre ja noch schöner, ja. Nee, Quatsch. Also die Massa-Variante, die wollen wir mal schnell wegstreichen. Nee, dann musst du halt in Bruchteilen von Sekunden überlegen, fährst du rechts, fährst du links, aber geht alles so schnell, dann musst du halt gucken. Und der Christian war nicht weit weg von uns, war dann halt wieder durch. Ja, musst halt cool bleiben und sehen, okay, sind noch 2 Runden, versuchst du wieder ranzufahren, vielleicht macht er doch irgendwo einen Fehler. Aber wie gesagt, du musst halt auf einen Fehler hoffen, anders kommst du hier kaum vorbei in Monaco. Ja, muss aber auch sagen, der Christian super geil gefahren, hat sich da lange gegen den Alex wirklich behauptet. Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon gesagt, hin und wieder hat der Alex ein bisschen Maniküre betrieben am Wagen vom Christian. Aber es war alles absolut im fairen Bereich. Hin und wieder mal kurz Hallo gesagt, ist in Ordnung, um den Gegner auch nervös zu machen, passt perfekt. Also Jungs, ihr seid gefahren wie die Höllenkinder, es war richtig geil, das mal mit anzusehen, hat Spaß gemacht, echt. Ja, ja, kommen wir, sagen wir erst nochmal Glückwunsch an Alex für Platz 1 und 3, kommen wir zu Christian. Christian, kannst du überhaupt schon sprechen? Ja, ich habe gerade ein paar Schluck getrunken. Aber geht. Okay, alles klar. Also Handtuch liegt über den Rücken, ja. Also so. Ja, schön wär's. Eine Heizung habe ich ausgestellt, das steht schon. Ja, das glaube ich wohl, das glaube ich wohl. Ja, Christian, erster Lauf war es, glaube ich, Platz 4, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Nee, Platz 3, genau. Da hat es noch einigermaßen gepasst. Hast du irgendwas mitgekriegt am Start? Am Start? Nee, hast kam du auch ganz nicht, gut weg. Ich hatte eh ein Problem. Wie, du hattest ein Problem? Mit was? Ja, ich habe die Außenansicht gemacht, um zu schauen, warum die alle so komisch in der Box, also in der, am Start stehen. Ein paar Autos waren da total versetzt, wo ich mir gedacht habe, da können die gar nicht hin. Und ja, komischerweise habe ich die Tastenbelegung von meinem Lenkrad anders und dann konnte ich nicht mehr zurück ins Cockpit und von außen gefahren.
Ach, deswegen bin ich mit Platz 3 mehr als zufrieden, weil ohne Cockpit, ohne Rückspiegel, ohne alles. Also ich habe einfach Lutz, nur schön die Motorhaube gesehen und das war's. Genau. Lutz, ich hab dir gesagt, der hat den Rückspiegel abgerissen. Der guckt nie mehr nach hinten, das war's. Ja, genau. Das war's. War auch so, aber war keine Absicht. Ja, nee, also hammergeil, definitiv, vor allem der zweite Lauf hat mir extrem gut gefallen. Mal so ganz kurz aus deiner Sicht. Ja, war angenehm. Also angenehm? Ja, mal was anderes als immer bloß alleine rumfahren. Aber zweiter Treffer vom... Dafür kriegst du Dresche. Das ist ja... Ja, das ist auch mal schön. Hier, Zweikämpfe, das macht doch gerade Simracing aus, gerade sowas. Also, und als Alex ob hat du mir... sonst nie Zweikämpfe hättest. Also, ja, aber mit bitte. Alex ist das schon... Ich möchte jetzt hier keinen schlecht reden oder so, aber wenn Alex hinter einem hängt in Monaco, da kommen zwei Extreme zusammen. Mhm. Wobei ich sagen muss, drei Treffer haben mich schon tierisch aus der Bahn gebracht, wo ich mir denke, das war jetzt kritisch, dass ich nicht in die Mauer abfliege, von dem her bin ich da froh. Und ja, der kleine Fehler war ein Leck, da bin ich dann einfach zu weit rausgerutscht und dann wusste ich, dass er reinsticht, aber... Raskast, ne? Mhm. Ja, genau, und dass dann der Thomas da sich noch querstellt, ich weiß nicht, ob er einen Treffer bekommen hat, also er hat gemeint, er hat einen bekommen, bin mir aber nicht sicher. Und ja, ich wollte eigentlich bloß nicht reinfahren und dachte mir dann, ist da Alex hinter mir, was ist denn da los? Und so schnell kann man gar nicht reagieren. Es war ja eigentlich auch abgekürzt, wenn man so will, bloß ich wollte ja auch nicht den beiden reinfahren. Ja. Und eine Strafe hat es doch nicht gegeben, ne? Ich habe keine bekommen, nee. Also eine Verwarnung war unten links gestanden. Ja, genau. Da dachte ich mir, komm, egal, jetzt muss ich mich konzentrieren, weil ein Fehler und Alex ist durch, der war ja doch ein bisschen schneller. Aber boah, jetzt bin ich mir erstmal ein schönes Bierchen, ey. Ja, genau. Kommen wir zu Robin, mein lieber Robin. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Platz 2. Und ich denke mal, fürs Teamergebnis, glaube ich, ganz angenehm, oder? Ja, kann ich nur bestätigen. Ja, erzähl mal ein bisschen. Ja, der Start war natürlich super, kam gut weg und ja, dann, ja, mehr kann ich eigentlich nicht so sagen. Ja, ich glaube, du kannst noch gar nicht so wirklich sprechen, oder? Nee, ich bin eigentlich sehr glücklich darüber, dass ich den zweiten gemacht habe und fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Ist denn der René Herzig gerade hier? Weil ich wollte mal gerade hören, der ist ja beim Start im zweiten Lauf sehr, sehr gut weg, hat ja den Robin und den Alex direkt geschnupft und hat aber gar nicht lange gedauert, da war er wieder dahinter. Also hat er Motorprobleme gehabt oder ich weiß auch nicht. Ah, der ist gar nicht hier drin, ne? Nee, leider. Der René ist immer eingeschlagen, habe ich gesehen. Ah, okay. Ja, Edgar, weil du dich gerade gemeldet hast, du hattest ja ein Hammer, also wir haben im zweiten Lauf haben wir eigentlich alle durch, den Sascha hatten wir schon und Alex und Christian hatten wir auch. Natürlich noch Glückwunsch, Christian, zum vierten Platz im zweiten Lauf, klar, ist auch irgendwie noch ein paar Pünktchen, aber die ersten drei haben wir. Über den Erfolg von Robin freue ich mich sehr. Ich glaube, Robin, ich weiß gar nicht, ich muss jetzt direkt nachschauen. War das dein bestes Ergebnis diese Saison? Ich glaube ja. Ja, ne? Also das müsste so ungefähr hinkommen. Und wie gesagt, wir sind da doch einiger. Also endlich mal der Alex nicht Doppelsieger. Und vielleicht gelingt uns das ja nochmal irgendwo und die Meisterschaft, zumindest um den Meisterschaftspokal, wird dann nochmal ein bisschen spannender. Kommen wir mal zu Edgar. Edgar, ich habe gesehen, nach dem ersten Lauf haben sich mehrere tierisch gefreut, dass sie The Wall, Robert Stratner überholt haben. Das hast du dann auch versucht, aber das hat nicht so ganz geklappt, oder Edgar? Ehrlich? Willst du die ehrliche Antwort haben? Ja, natürlich will ich das. Meiner Meinung nach war das nicht mehr fair, so wie er gefahren ist. Also ich kann einen nicht in die Bande hineindrücken, das geht nicht. Aber er ist eine... Das haben wir jetzt nicht gesehen. Also wir haben tatsächlich jetzt nur gesehen, dass ihr relativ normal gefightet habt. Vielleicht ist es hier auf der Strecke wirklich was Besonderes. Ich weiß es nicht, das kann ich nicht sagen. Ja, ich sage mal, man muss ein Fahrzeug muss man freilassen. Eine Fahrzeugbreite, dass er halt noch vorbeikommt, wenn es ist. Aber bis auf zwei, drei kleine Situationen war es sehr fair und sehr spannend, glaube ich. Ja. Ich meine, ihr seid ja auch Landsleute, von daher könnt ihr dann in eurer eigenen Sprache miteinander diskutieren. Aber hat denn einer eigentlich, wobei ich ja den Unfall nach der Startzielkurve im zweiten Lauf viel dramatischer fand als im ersten, hat den denn irgendwie einer mitgekriegt? Genau. Ich muss mal fragen, der Michel Wirz ist ja da und der Mike auch, Kolosche.
ihr wart ja, glaube ich, auch da irgendwie unglücklicherweise mit involviert, weil Mike ja von vorne gut weggekommen war. Was ist da passiert? Wir haben nur einen quer über die Fläche fliegen sehen und dann war Tohu Wabohu. Was war denn da los? So, ich glaube, da hat einer viel zu spät gebremst. Ich bin mir gar nicht sicher, wer das war, aber irgendjemand hat... ich glaube, das war der Fred, hat total verpasst, glaube ich. Aber das war auch nicht mein Grund. Also bei mir kam es vor wie Klassenkeile dann, als ich da stand. Ja, von links und rechts. Ja, ist schon, ist hier jemand, der sich einigermaßen sicher ist, dass er die Startkollision im zweiten Lauf ausgelöst hat? Fragen wir also mal ganz vorsichtig in die Runde. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie ausgelöst habe. Ich bin jedenfalls sicher, dass ich da voll über die Kurve geflogen bin im hohen Bogen. Ah, okay. Ja, da bin ich mir 100% sicher. Aber ich denke mir, ich habe auch von hinten eine volle gekriegt und bin voll abgeflogen. Ja. Konnte überhaupt nicht mehr bremsen, nicht. Und bin auch rückwärts, habe nur gesehen, wie ich rückwärts voll in Alex geknallt bin und habe gedacht, um Gottes Willen, mein Teamkollege. Ja. Aber da kannst du nichts mehr machen, das ist einfach ruckzuck. Nee, also dass jemand absichtlich da so darüber fliegt, das kann ich mir beim besten Leben Willen auch nicht vorstellen. Also das war schon, da muss schon irgendwas gewesen sein. Aber einen will ich hier auf gar keinen Fall vergessen. Mein lieber Kurt, Platz 21 im ersten Lauf. War heute gut für mich. Beiden Lauf habe ich wieder meine typischen Fehler gemacht. Aber das ist Alter. Ich komme halt mit den Jungen immer ganz mit. Naja. Also ich sag mal so, es ist ja jedes Mal schon eine Erwähnung wert. Ich meine, was du hier abziehst, das muss man erstmal bringen. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich meine, das weiß jeder hier, der hier fährt. Und ich sag mal, wenn du von 33 Startern, von 32 Startern auf Platz 21 fährst, dann ist das schon sowas ähnliches wie ein kleiner Rennsieg, oder? Aber mir macht es halt Spaß. Und solange mir Spaß macht, fahre ich mit. Egal, welche Position ich habe. Ja, das ist doch eine wunderbare Einstellung. Dann wollte ich nur sagen, Kurt, sorry, ich hatte noch versucht, Exit to Monitor zu drücken, nachdem ich da den Platten hatte und gedreht hatte im zweiten Rennen. Ich bin aber nicht mal rechtzeitig auf dieses Exit to Monitor gekommen. Ist okay. Okay, ihr Lieben. Olli, würde dir gerne das letzte Wort überlassen. Ach je. Also erstmal sage ich, hast noch 5 Sekunden. Ganz herzlichen Dank an dich, dass du hier heute eingesprungen bist und das war wie gestern schon super, super klasse mit dir zu moderieren und ich vermute mal, wir werden das ein oder andere Mal noch Gelegenheit haben, irgendwas zusammen zu bereden und ja, dann vielleicht jetzt noch mal ein als Profi neben Alex und hier so einigen anderen, die hier irgendwo da ihre Runden in der Realität drehen. Vielleicht noch ein paar kurze Schlussworte, Olli. Also ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Also der Alex und Christian und so, ihr braucht euch noch keine Angst zu haben. Noch fährt der Porsche mit mir spazieren, ich nicht mit ihm. Das dauert also noch ein paar Jährchen, bis ich da mitfahren kann. Aber ansonsten, es hat mir mega viel Spaß gemacht, euch Jungs mal im virtuellen Rennen Stoßstange an Stoßstange da langfliegen zu sehen. Wie gesagt, ich mache es halt ansonsten im realen Bereich in der VLN. Und ich kann, wie ich das auch gestern bei den 24 Stunden schon gemacht habe, nur den Hut vor euren Leistungen ziehen. Und das ist alles super fair abgelaufen und echt Respekt und Glückwunsch an alle. Macht weiter so, hat Spaß gemacht, euch zuzugucken. Danke. Danke, Olli. Danke. So, dann sagen wir Tschüss, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Und wir sehen uns in 3 Wochen. Wo sehen wir uns? Brands Hatch, ne? In Brands Hatch, genau so sieht's aus. Alle genau. Schöne Feiertage und guten Rutsch. Oh, genau, das hat man nicht vergessen. Also ich finde so zum Abschluss, das wäre doch eine tolle Geschichte, die beiden Sieger, der Sascha und der Alex, die müssen jetzt erstmal ein schönes Weihnachtslied für uns singen. Genau. Oh, ja. Ich bin erkältet, tut mir leid. Oh, ich sehe gerade, meine Verbindung wird immer schlechter hier. Genau sagen, wir sparen uns das mal auf, vielleicht fürs Neujahr irgendwie mit dem schönen Frühlingslied oder sowas, also könnt ihr schon mal üben, so ungeübt, glaube ich, das lassen wir mal bleiben jetzt. Das wäre der Hammer, keine Frage. Okay, Jungs, also schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Mike, immer noch ein Channel.